Haben Sie eine Haftpflichtversicherung? Nein. Okay. Hier kommt Kim Lambion auf mein Grundstück. Das gibt's doch gar nicht! Das sind die Möbel von meinem Urgroßvater! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Live aus Trier. Und hier ist Guido Kanz. Guten Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist doch mal eine Begrüßung. Vielen Dank. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Danke sehr. Heute Abend live hier aus der Arena in Trier. Ich bin unheimlich froh, wieder hier in Trier zu sein. Trier feiert morgen einen großen Geburtstag. Die Stadt wird 2029 Jahre alt. Darum ist der Oberbürgermeister auch leider nicht hier. Er ist seit 2 Tagen dabei, die Kerzen anzuzünden. Aber sonst heute Abend Verstehen Sie Spaß wieder mit dem Besten vom Besten. Das wird super. Wir haben ein großartiges Publikum hier. Super Filme und natürlich fantastischen Stars auf meinem Sofa. Heute Abend sind mit dabei die Erfolgskomiker Cindy aus Marzahn und Atze Schröder. Wir haben die Kultkommissarin Ulrike Kriener und den Bond-Bösewicht Götz Otto. Und ich freue mich ganz besonders auf ihn. Heute Abend ist er hier, der große Udo Jürgens. Leider hat im letzten Moment eine Person abgesagt, Bettina Wulff konnte leider nicht kommen. Als sie unsere Kameras gesehen hat, hat sie fluchtartig die Halle verlassen. Sie wollte einfach nicht mit Rotlicht in Verbindung gebracht werden. Eine wirklich große Rolle spielt dieser Wagen hier drüben in der Sendung. Jetzt werden einige sagen, ja gut, so ein Auto, das steht auf 4 Gläsern, das haben wir woanders aber auch schon mal gesehen. Naja, woanders ist das aber der Höhepunkt und bei uns, bei Verstehen Sie Spaß, ist das erst der Anfang und dieses Auto kann noch viel, viel mehr. Das Thema der letzten Wochen ist natürlich auch das Thema für uns gewesen, der Euro. Wie hat nochmal unser Finanzminister Herr Schäuble vor einigen Tagen gesagt, der Euro ist eine vertrauenswürdige Währung. Ja klar. Und Sigmar Gabriel ist magersüchtig. Natürlich. Ja, es gab eine Umfrage und dabei ist rausgekommen, 58% der Deutschen wünschen sich die D-Mark zurück. Da merkt man ja, bei Geld hört für viele der Spaß auf. Nur bei uns fängt er da genau an. Ich hab's geschafft, ich habe Karriere gemacht, ich bin Bankdirektor, zumindest heute. Bei der neu gegründeten Verstehen Sie Spaß oder wie wir sagen VSS Bank. Und das hier ist unser erster Geldautomat, ein Prototyp. Und das Schöne an der VSS Bank ist, im Gegensatz zu anderen Kreditinstituten, arbeitet hier der Chef noch selbst. Mal sehen, wie unsere Kunden auf den Geldautomaten der VSS Bank reagieren. Geht los. Was ist denn das hier für ein Automat? Ist ein normaler EC-Automat, oder? Wieso? Was der mir gerade rausgeschmissen hat. Was ist das denn? Das sind Drachen. Das sind Drachen, ehrlich. Das gibt's doch nicht, oder? Wir kamen jetzt da raus. Ja, jetzt da gerade raus. Meine Karte steht da noch drin. Was haben Sie eingegeben für eine Währung? Nichts. Standen 250 Euro und habe ich 150 Euro drauf. Wieso Drachen? Meine Karte steht noch drin. Wieso Drachen überhaupt? Ja, rufen Sie doch mal da. 24 Stunden, 0 Uhr. Haben Sie Handy? Ja, ach, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Nee, kann ja nicht, weil wir verstehen Sie Spaß.
jetzt erst in der Stadt sind. Hallo. Die VHS Banken. Thomas Neckerlied ist mein Name. Womit kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ja? Hallo, ich stehe hier vor dem EC-Automaten, wollte Geld ziehen und jetzt hängt er irgendwie und er hat eine Drachmen rausgeschmissen. Drachmen rausgeschmissen? Ja. Ja, das ist zur Stärkung einfach der griechischen Wirtschaft, werden eben jetzt auch wieder Drachmenscheine bei unserer Bank gerne an die Kunden rausgegeben. Ja, aber ich will da keine Drachmen haben, ich will deutsche Mark, Euro. Sie wollten deutsche Mark haben? Einen Moment, kein Problem, ich muss kurz beim technischen Dienst anrufen. Einen Moment bitte. Um die griechische Währung zu unterstützen, geben wir jetzt auch Drachmen aus. Das Geld kommt gleich, ich versuche das gerade per Fernwartung anzuweisen. Alles klar. Danke, wenn Sie Probleme haben, können Sie gerne nochmal anrufen. Auf Wiederhören. Ciao. Das spinnt doch echt jetzt. Das ist doch nicht wahr. Das Problem. Der ist ja nicht, ganz sauber in der Birne, oder? Ohne Witz. Wir sind ohne Witz jetzt gerade, oder? Er wird's gleich merken, wir haben nicht nur Drachmen. Was seht das? Ja, grüß Gott, hier ist die VSS Bank. Servus, grüß dich, mein Name ist Thomas Schneider. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, bitte? Pesetas da rausgekommen, 200 Pesetas. Spanische Pesetas, das ist richtig, ja. Nein, aber in Spanien gibt es auch Euros. Das kann doch nicht sein. Das ist richtig, aber wir haben ja die Euro-Finanzkrise. Das werden Sie wissen. Die Euro-Finanzkrise. Und deswegen ist seit vorgestern, darf in Deutschland wieder, dürfen europäische Währungen ausbezahlt werden. Nein, und ich habe Euros gewählt. Das ist alles. Nein, das können Sie nicht sagen. Was habe ich an Pesetas? Money! Was ist das denn hier? Iranisch, Persisch, irgendwie sowas. Afghanistan oder was? Ja. Was packen die da denn da rein? Kurze Frage noch. Also, wir hatten afghanisches Geld, der afghanische Afghani, eine durchaus sichere Währung im Vergleich zum Euro. Was hatten wir noch? Britische Pfund? Dann, was ist das? Ungarn? Ich weiß das jetzt gar nicht. Kongo? Dinar? Dann habe ich noch mal, was haben wir denn hier? Rief? So, das sind eigentlich alles andere Währungen. Ja, das kann sein. Sie wissen ja, es gibt diese Euro-Finanzkrise zurzeit, dass einfach durch die ganzen... Komm, wir hören ja auch mit der Euro-Finanzkrise. Ich gehe hier am Geldautomaten, ich rufe Ihre Nummer an. Also ich will dieses Geld nicht. Ich möchte 100 Euro und meine Karte. Selbstverständlich. Hier kommen Ihre 100 Euro. Ja, hören Sie, Entschuldigung. Ja. Ja, das liegt an der Euro-Finanzkrise, dass die Euro-Scheine eben nicht mehr so zahlreich vorhanden sind. Deswegen wird bei uns eben an der Bank auch Kleingeld ausgezahlt. Ja? Ja, das interessiert mich aber nicht. Ich möchte jetzt ganz gerne meine Karte wieder haben und kein Kleingeld und das nur 1 Cent, 2 Cent und 50 Cent Stücke. Was ist das denn für ein Scheiß? Das sind nur keine 100 Euro. Doch, das können Sie gerne nachzählen. Wollen Sie mich veräppeln, dass das an der Finanzkrise liegt? Ich rufe gleich die Polizei an. Wollen Sie mich verarschen? Gucken Sie mal auf den Fußboden. Jetzt schicken Sie... Also wer verarschen? Das ist irgendein Fake hier. Das sollen jetzt hier 100 Euro sein. Aufgrund der Finanzkrise kriegt der Automat jetzt keine Scheine mehr raus. Euro möchte ich haben. Was soll ich denn mit der Mark machen? Und was soll ich mit Drachmen? Ich möchte jetzt bitte 150 Euro haben und ich Drachmen keine Mark und Dinare gar nicht. Wir zahlen Ihnen das jetzt. Wie viel wollten Sie haben? Ich möchte 150 Euro. Ja. Notiert. Wir zahlen Ihnen das jetzt verdeckt aus. Wie verdeckt? Money. Also. Ist das Geld angekommen bei Ihnen? Tut mir leid gerade, aber jetzt denke ich wirklich, es hockt jemand hinterm Kasten. Also ich habe jetzt irgendwie drei Scheine rausgekriegt und sind schwarz. Ja, dann muss ja Schwarzgeld bei Ihnen auf dem Konto sein, nicht?
Schwarzgeld auf meinem Konto. Ohne Witz jetzt gerade. Ich möchte jetzt einfach, dass jemand bitte herkommt und aufhört, mich zu verarschen. Hallo. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Ja, hier ist was los in der Arena. Wenn es samstags abends an der Tür klingelt, dann ist es entweder das Pizzataxi oder es sind die Zeugen Jehovas. Heute Abend gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit. Vielleicht stehe ich ja heute Abend live bei Ihnen vor der Tür und klingel einfach mal so. Wir machen nämlich heute Abend was, das hat es bei Verstehen Sie Spaß noch nie gegeben. Ich gehe auf Hausbesuch. Mal gucken, weil samstagabends guckt man ja normalerweise Fernsehen, ne? Da sitzt die Nation im Wohnzimmer. Sie gucken auch Fernsehen normalerweise? Sehr gerne. Ja, nur jetzt sind Sie gerade selber im Fernsehen. Also wunderbar. Ja, ich möchte einfach gerne mal kontrollieren, ob Sie zu Hause hier in Trier alle Verstehen Sie Spaß gucken. Ob es klappt, ich habe keine Ahnung, das ist eine Überraschung auch für mich und wir werden hinterher sehen, ob das, oder ob die überhaupt aufmachen. Also wenn es bei Ihnen heute Abend klingelt, bitte aufmachen, es könnte ja der Guido sein. Ja. Wir kommen jetzt zu meinem ersten Gast. Diese Frau ist wirklich unglaublich. Sie hat mit ihrem pinken Jogginganzug und mit ihrer Berliner Schnauze eine unglaubliche Karriere hingelegt. Ausverkaufte Tournee, Platin, CD, eigene Fernsehshow, unzählige deutsche Comedypreise. Und heute Abend ist sie bei Verstehen Sie Spaß. Hier ist Deutschlands erfolgreichste Komikerin, Cindy aus Marzahn. Ja, natürlich. Hallo, Tag. Oh. Oh. Wow. Hinsitzen ist immer schön. Ich muss aber so sitzen, hat man mir gesagt, damit ich nicht ganz so. Guck mal, wenn ich so sitze, ist immer ich. Oh Gott. Übrigens möchte ich eins richtigstellen vorab. Ich bin nicht 1,90 Meter, ich bin 1,82 Meter. So, jetzt ist es raus. Siehst du was? Ich habe mir extra so gedacht, wenn du im Frottee kommst, dann komme ich im Samt. Also wir sind nicht so weit voneinander weg. Samt ist ja so ein bisschen die billige Variation des Niki-Stoffes an sich. Aber ist okay, ich finde das so teuer aussieht. Ich freue mich wirklich in Trier zu sein, weil ich war schon mal hier. Ich habe ja hier schon einmal gespielt und genau hier. Und das war jetzt nicht so voll, aber ich freue mich. Ich kenne bestimmt eine oder andere von euch. Na klar. Ich finde es wirklich cool. War es auch so warm? Ja, natürlich. Ja, ist schön, ne? Ja, wirklich. Du siehst ja die heute Abend wieder unglaublich toll aus und ja, man muss ja sagen, Attraktivität spielt für dich auch eine große Rolle. Attraktivität ist ganz, ganz wichtig. Also auch gerne mal bei Männern, gerne auch zwei Zähne im Mund. So geht's schon mal los. Man stellt ja nicht mehr viel Ansprüche, man ist ja froh, hat mir auch, guck mal hier, Kiddies hier vorne, hallo. Das ist die Tante Cindy, er hat Angst vor dir, glaube ich. In mir streifen hier im Roten, hallo. Wie heißt denn du? Ja. Tobias. Oh, hallo Tobias, ist der süß, guck mal. Ja. Könnt ihr aber auch mit dir von den Haaren oder so? Ich war früher auch mal auf Tournee in Trier, aber okay, das spielt jetzt hier überhaupt gar keine Rolle. Ja. Die Attraktivität ist sehr, sehr wichtig. Ja, weil du in deiner neuen Show ja auch ein großes Ziel hast. Du willst das deutsche Supermodel werden. Also in der Sendung schon, also da versuche ich, was heißt ich versuche Model, jetzt mal ganz ehrlich. Also versuchen brauche ich es ja nicht mehr, das hat ja schon so ein bisschen. Ja. Ich versuche jetzt an die richtigen Leute zu kommen, um die Karriere so ein bisschen ins Laufen zu bringen und auf der Tour erzähle ich halt immer noch davon, dass ich einen Traumprinzen suche, dass irgendwann mal mein Traum wahr wird. Ich versuche mich ja schon seit der Geburt in einer Riesenkorolade von innen nach außen zu fressen. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Hoffe, dass mir der Traum in Erfüllung geht und dann arbeite ich an so ganz vielen Projekten momentan. Also Heidi Klum muss aufpassen, also du bist auf dem Weg nach oben. Was kannst du denn, was Heidi Klum nicht kann? ich wollte schon was sagen, nein. Weil, nächste Frage. Ja. Gut, da könnten wir jetzt mit Ziel drüber reden, das machen wir nicht. Aber das war jetzt ganz schlecht. Gibt es denn Vorbilder für deine Kollektion oder ist das einfach so passiert? Wer soll mein Vorbild sein? Also passiert ist es nicht. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich muss in diesen, wir haben ja manchmal echt so einen tristen Alter, ein bisschen Farbe reinbringen. Einfach ein bisschen Farbe. Trendfarbe für nächsten Sommer ist Neonpink. Und Pink ist ja jetzt schon überall die Trendfarbe. Du bist jetzt noch dabei, du arbeitest dran. Aber irgendwann
Also ich habe gelesen im People Magazin, da gab es letzte Woche eine Rangliste der bestangezogensten Frauen. Auf Platz 1 Gwyneth Paltrow und auf Platz 2 Kate Middleton. Mhm. Wobei die könnte man ja auch den bestausgezogensten Frauen nennen. Jetzt frage ich mich, wo ist da Cindy aus Marzahn? Haben die dich vergessen oder was ist da los? Das gibt ja bei manchen Rubriken, werde ich einfach ja nicht aufgeführt. Mhm. Weil es wurde dann immer Platz 1 Cindy aus Marzahn, immer hier Comedy-Preis Cindy aus Marzahn, immer Deutscher Fernsehpreis Cindy aus Marzahn. Es wäre total langweilig, hallo. Ja. Wenn Sie zu Hause eine Frage an Cindy haben sollten oder an einen meiner anderen Gäste, an Udo Jürgens oder Götz Otto, einfach über unsere Internetseite, die ist gerade eingeblendet, Fragen schicken, die kommen dann hier auf meinem kleinen iPad an und dann wirst du die ein oder andere Zuschauerfrage natürlich noch beantworten. Ja, klar. Aber du bist ja deswegen heute hier, weil du als Lockvogel gearbeitet hast. Das war so aufregend. Ich sag euch das. Jeden Tag genervt. Werde ich verarscht, werde ich verarscht, werde ich verarscht, werde ich verarscht, werde ich verarscht. Nein, du wusstest nicht. Nein, du warst großartig. Nein. Und wir haben den Leuten erzählt, dass eine Straße nach dir benannt wurde. Das haben ja viele prominente Leute. Es gibt ja die Goethestraße, Schillerallee. Nach Dieter Bohlen ist ja die Sackgasse benannt worden. Und es ist ganz interessant, mal zu gucken. Was glauben Sie, was die Leute gesagt haben, die in der Cindy aus Marzahnstraße wohnen? Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir sind in Erftstadt bei Köln, eine gutbürgerliche Wohngegend mit properen Eigenheimen. Die Häuser sind Privatbesitz, aber die Straßen hier, die werden verkauft, meistbietend an Prominente. Der erste Verkaufserfolg wird gleich mit einem Straßenfest gefeiert und sie hat den Zuschlag erhalten, Cindy aus Marzahn. Die Freude ist groß, nicht nur bei der rosa Schönheit aus Berlin. Auch unser Klaus, der einen verantwortlichen Beamten der Stadt spielt, ist in Feierlaune, weil der Verkauf ein hübsches Sümmchen in die klamme Stadtkasse gespült hat. Liebe Cindy aus Marzahn, herzlich willkommen in unserer wunderschönen Stadt Erftstadt. Applaus für Cindy aus Marzahn. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist zur feierlichen Enthüllung. Und wir ersparen uns lange Worte. Bitte schreite zur Tat, die feierliche Enthüllung. Bitte schön. Total aufgeregt. Ich kann ja nicht reden. Ja. Toll. Also, liebe Erftstädter, wirklich vielen, vielen Dank, dass ich jetzt hier wirklich eine Straße ersteigern konnte und dass ihr halt wirklich mich jetzt auch unterstützt, dass ihr ein bisschen was bezahlt, auch für die Straße, dass ihr mich unterstützt. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Und ich kann nicht. Also, ich würde halt vorschlagen, dass Sie einfach mal vorfahren und gucken und die Bürger informieren. Und ich werde vielleicht jetzt hier noch ein Sektchen trinken oder zwei und dann komme ich nach. Hallo. Ah, hallo, guten Tag. Heilbrock ist mein Name vom Ordnungsamt. Ja. Sie werden ja wahrscheinlich schon gehört haben, dass sich am 10. August vieles ändert. Wir sind in der Bertolt-Brecht-Straße. Was soll sich denn ändern? Einfach noch mal kurz die Information für Sie. Dann sehen Sie nämlich auch gleich, wie die Straße jetzt heißt. Cindy, das ist doch die Komikerin, oder? Die. Genau, und die hat das ersteigert. Also die hat die Straße für 111.000 Euro ersteigert. Also so ein, Entschuldigung, Quatsch. Okay. Achso, wie heißen wir jetzt? Das ist aber jetzt nicht Ihr Ernst. Kennen Sie die Dame? Na klar, kenne ich die. Ja, und wer ist es? Ja, es sind die aus Marzahn. Richtig, und Sie wohnen ab sofort nicht mehr in der Gemünderstraße, sondern in der? Nee, ich glaube das einfach nicht. Sind die aus Marzahnstraße? Ehrlich jetzt? Sind Sie jetzt gegen die Beschlüsse oder ist das ein Problem für Sie? Finden Sie das? Aber ja, warum? Problem finde ich. Aber warum? Nee, weil ich die Frau nicht mag und. Also ist nicht Ihr Typ? Nee. Dicky. Also, der gute Mann ist von der Stadt hier. Wer heißt denn immer? Ah, guten Tag, Sie sind Bertolt-Brecht-Straße. Kollegen. Cindy von Marzahnstraße. Die hat die Straße gekauft. Mal.
So, und dann ist die Eigentümerin, die Cindy von Mann, diese Komikerin, ja, ja. Die hat das Ding für 100.000 gekauft. Also, das ist ja DDR-Zeiten sind natürlich, was die Stadt mit uns macht, die Politiker. Das gibt Ärger. Und auch nicht, tun sie alle zusammen jetzt, und dann muss man eben sehen. Wer kommt denn da? Wer kommt die Alte? Ist sie? Ja. Ist die Alte da? Wer ist sie? Da ist sie ja. Oh, hallo, guten Tag. Ja. Ja. Ist ja echt schön. Cindy aus Marzahnstraße, finde ich super. Toll. Wir finden das hallo. Super. Tagchen. Cindy aus Marzahn, hallo, guten Tag. Warum nicht? Nee. Wenn Sie mal das, ich bin 47 Jahre bei der Stadt Köln gewesen. Ich kenne mich mit dem Straßenrecht und alles aus. Also es ist ein Witz, dass mittlerweile die Stadt alles verkauft oder was. Haben Sie das mit der Schranke schon erklärt? Also man kann es ja schon so machen, weil ich möchte ganz gerne, dass... Wir haben ja keine Schranke noch dahin. Man darf mal jeder einen Schlüssel kriegt oder was. Also wir haben die Hausnummer noch nicht anbringen können. Ich hatte gerade der Bürgerin erklärt, dass die Hausnummer erhalten bleibt, ja? Ja. Wir sind dankbar, dass die Frau Cindy aus Marzahn das ersteigert hat. Es hätte schlimmer kommen können. Wie meinen Sie das jetzt? Nein, ich meine, es hätte jemand ersteigern können, der Bürger ist und unbekannt. Problem ist natürlich, Sie kennen sich ja aus. Daraus ergibt sich einfach auch eine Straßennutzungsgebühr. Muss ich Ihnen auch mal zeigen. Das heißt, dadurch, dass die Straße privatisiert wurde und ersteigert wurde... Das ist ein Witz, ist das. Aber was sind denn 30 Euro? Moment, wenn Sie, nee, Moment, ich wenn bin Sie Rentner. Vorne an der Schranke, wenn ich nicht so gut, eine gute Stellung gehabt hätte, dann würde ich jetzt auch wie alle anderen am Hunger nagen. Und nur weil ich ein Haus habe, aber Sie machen doch die Schranke in Zukunft. Sie können doch in Zukunft, Sie sind der Erste, den wir ansprechen. Und ich finde, dadurch, dass Sie sich auskennen, können Sie doch vorne das mit der Schranke, das gibt es da woanders. Woanders werden so Böller hingestellt, da kannst du nicht durchfahren. So ist dann jemand, der sich um die Schranke... Wie komme ich denn rein? Ich die Böller immer auf Seite tragen, nee, damit Sie ich dürfen, nein, nein, da kommt eine Schranke, dafür sind Sie zuständig. Also nein, ich also ich finde toll. Steuer und so war schon eine tolle Sache in Köln, aber das ist ja das Wort hat hier. Jetzt sind wir hier hingezogen. Tolle Tier für meine Straße, finde ich super. Wir hätten ja in Berlin eine kaufen können. Nee, das macht ja jeder. Nee, Sie können uns vielleicht gleich ein bisschen, weil wir stellen gleich noch so einen Merchandise-Stand, kommt da noch hin, weil ich habe mir überlegt, dass wir ein bisschen investieren in die Straße. Hallo, einmal sind die und noch viel mehr. Man kann ja zum Beispiel pinke Blumen pflanzen. Das ist ja alles, kann man ja alles machen. Also das würde ich dann schön, das sind alles so ein bisschen... Ja, aber nur bis hier vorne hin, da ist Grundstückseigentum von mir im Grundbuch. Ja, aber da können wir uns ja einigen, das ist ja... Meinen Sie, so einfach kann man sich einigen? Also, könnt ihr die Statue denn mir auch bringen, bitte? Wie in unseren Vorgarten? Geht ja noch gar nicht. Aber nicht im Vorgarten bei mir. Na hier so, kommt so, die könnt ihr hier so reinstellen? Nein, kommt nichts rein. Das ist Privateigentum und da gehen Sie mir nicht dran. Das ist Privateigentum, das ist Grundstückseigentum. Stellt es hier so ran. Genau, stellt es einfach hier so vor. Dings hin, das ist ja Straße. Also Sie können sich nicht immer... So ein bisschen in meinen Garten, mein Haus, meine Statue. Hier ist das Straßenschild. Ach, wie schön, ja. Also ich halte es schon mal. Hausschild. Hier ist ein T-Shirt. Wirklich behalten. Das erste Haus hat meine Statue. Ich bin auch ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das steht Ihnen super. Ich habe auch noch hier. Kriegt auch nicht jeder. Ja, den kriegen Sie von mir geschenkt, weil Sie wirklich die Erste sind. Das ist aber toll. Das steht Ihnen super. Das sind meine echten Haare. Und ungeschminkt ist nicht so schön. Und ich finde, Sie können nicht, wenn Sie meine Mutter kommen. Sie jetzt so fangen, aber ich finde, Sie sind 60 Jahre. Ich bin 21. Passt das vom Halter her ideal. Ja, würde ich mich freuen drüber. Cool. Können Sie das vielleicht noch so? Ja, super. Haben Sie denn Lust, auch mal zu einer Fernsehsendung zu kommen? Ja, in der ARD zum Beispiel zu einer? Ja, klar. Ich gucke ja Olympiade gerade. Olympiade, da gehen wir beide nicht hin. Ich würde Sie einladen zu Verstehen Sie Spaß? Ja, ja. Mhm. Ich hatte es mir schon gedacht. Hat sich gedacht. Ich hatte es mir schon gedacht. Wäre das gut, ARD 2015? Verstehen Sie Spaß? Ja, komm her. Herzlich willkommen. Also nach anfänglichen Schwierigkeiten haben die dich am Schluss aber alle lieb gehalten. Das ist schon, also das ist ja schon.
Das ist schon komisch, wenn man da steht und sagt, ja, hier meine Straße und so. Und der hinter dir, du weißt genau, der möchte dir jetzt gerne in deinen dicken Hintern treten und sagt dir, ja, geh. Und du musst natürlich dann auch ernst bleiben, musst du sagen, ja, und so und so und so und so. Und das ist schon schwierig. Also das ist schon so, wo zum Schluss lagen wir uns dann alle in den Armen. Die waren echt total goldig. Aber im ersten Moment ist das so, also der Kollege, der da vorne geklingelt hat, und so toller Kollege. Der Klaus. Der Klaus, super Typ, der ihm auch so ein bisschen die Angst nimmt, weil ich habe gedacht, ich kann da nicht hin, ich kann nicht die Statue, doch, die Stelle. Du musst ja auch damit rechnen, dass du eh nicht knallt wirst. Der kommt runter und ballert dir eh, ja, und dann bist du weg. Das kann man nicht als Lockvogel immer passieren. Das ist mein Grundstück hier. Es ist immer wieder überraschend, deswegen bei Verstehen Sie Spaß ist eins klar. Auch für dich habe ich eine Überraschung. Oh Gott, ich darf mich aus der Corolade rausessen? Nein. Ja, nee, du darfst mitkommen. Komm mal gerade mit. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich steh mal bitte mit. Du brauchst keine Sicher? Angst. Sicher? Ja. Willst du mich da nicht hintragen? Ich habe ein bisschen tragen Angst gerade. Nee, nicht unbedingt. Es kann nichts passieren. Du bist ja seit Jahren, wie du vorhin gesagt hast, auf der Suche nach dem Traumprinzen. Aber, ja. Und guck mal. Ich habe mir eins gedacht, ich glaube, deine Suche ist heute Abend zu Ende. In Trier ist meine Suche nach dem Traum, weil hier sind mindestens 600 gut aussehende Männer. Einige laufen gerade weg. Ja. Wir haben die einige werfen sich gerade so an Frauen. Wir haben die Notausgänge schon zugemacht. Okay. Und meine Überraschung an dich ist, du darfst dir jetzt heute Abend deinen Traumprinzen aussuchen. Ich darf mir einen Traumprinzen. Einige gucken so, ey, wenn die Alte mich anquatscht. Nein, das kann, du kannst dir einen aussuchen. Bedingung ist aber, dass der mit aufs Sofa kommt und mit uns zusammen einen schönen Fernsehabend in der ARD verbringt. Schaffst du das? Ey, so weit hoch komme ich, doch, die habt ihr Knall oder was? In der Mikrofon, hier, okay. Fang mal hier eine, also ich gehe jetzt, hallo, guten Abend, hallo. Guck mal hier vorne, das ist doch, nee, er, das ist geballtes Testosteron. Er ist verheiratet und will wahrscheinlich seine Frau, nein. Wie heißen Sie denn, hallo? Ich heiße Frank. Frank. Sind Sie alleine heute hier? Nein, mit der Freundin. Mit der Freundin ja, hier? Ja, mit, oder ja, mit der zukünftigen Ex-Freundin? Ja, nein, mit der Freundin. Wie alt sind Sie denn, Frank? 47. Simon, nicht nur auf die Brüste gucken, oben ein bisschen höher. Ich gehe hoch, falls ich nichts Besseres finde, Frank, komme ich zu dir. Und heute ich. Ah, da sind noch ein paar. Guck mal, der auf der Ecke, der mit dem blauen Hemd, ist auch schön. Oh Gott, ich muss mich kurz ausruhen. Hallöchen, Mäuschen. Na? Wie heißt du denn? Ich bin der Klaus. Klaus. Nur denk dran, keine Gewalt, nur Freiwillige nehmen wir, ne? Er ist total freiwillig. Okay. Klaus ist auch alleine heute hier. Nein. Mit wem? Mit meiner Bekannten. Die Bekannte, natürlich. Die Bekannte möchte mich jetzt gerade erschießen. Ne? Sie haben Kind. Nein. Aber nett bekannt oder Sie sind zusammen, net, darf ich sagen? Ja, ja. Echt? Wie lange sind Sie zusammen? Oh, schon ein paar Jahre. Oh Gott, oh, schon ein paar Jahre. Ich gehe noch eine Stufe höher, da freut sich schon jemand sehr auf mich. Hallo. Wer heißt du? Manfred. Manfred, natürlich. Da ist er wieder. Die kommen. Manfred, wo kommst du her? Hier aus Trier. Hier aus Trier, da bleibe ich bei dir. Manfred, wer bist du? Katrin. Katrin gehört zu Manfred? Ja. Ab jetzt nicht mehr. Schönen Abend noch. Du kommst mit mir. Das ist er. Mein Traumprinz. Er geht mit mir auf die Bühne. Warte. Manfred. Total freiwillig. Manfred. Komm mit nach vorne. Schön. Ja. Manfred, so schnell geht das. Da ist man Teil einer Samstagabendshow. Ich bin ganz erstaunt. Ja. Komm mal mit dir oben auf unsere Spielfläche. Stell, dreh dich mal rum. Das ist also Cindys zukünftige, darf man schon sagen, Ehemann? Ja. Wie, sag mal, Manfred, ist denn Cindy so dein Typ auch? 100%. Ja, da ist ja nun... Man muss mal eins sagen, guck es dir mal an, da ist natürlich sehr viel erotische Nutzfläche, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Aber sag mal ehrlich, ist das jetzt dein Style hier vom Manfred? Ist das Klamotten? Ja, das ist halt so, wenn du, ich bin natürlich Prinzessin und als Prinzessin muss natürlich auch mein Prinz ein bisschen klamottentechnisch, also wir wollen da nicht so wie bei dir viel verkehrt machen. Wir gehen einfach mal gucken, ich habe ein paar Klamotten für dich vorbereitet. Die Hand kannst du da ruhig lassen, Manfred. Wir gehen einfach mal kurz nach hinten und ziehen uns ein bisschen um, ein bisschen frisch. Vielleicht die Haare ein bisschen abrasieren oder so. Wir gucken einfach mal. Wir kommen gleich wieder. Ihr kommt gleich wieder. Okay? Ihr kriegt einen Riesenapplaus. Manfred, schön, dass du da mit dabei bist. Euer Applaus. Der Manfred. Ein Traumpaar. So schnell kann das manchmal gehen. Blind Date bei Verstehen Sie Spaß. Wir kommen jetzt bei Verstehen Sie Spaß zu einem Agenten-Thriller. Der Hintergrund ist nicht der Kalte Krieg, sondern eine heiße Liebe. Und zwar von den beiden hier vorne in der ersten Reihe. Daria und Gunther Krüger. Sie wollte testen, was ihr Mann ihr so zutraut. Und jetzt weiß sie eines, er traut ihr alles zu. Für den nächsten Film aus unserer Rubrik Die oder Der hat's verdient, habe ich mich wochenlang intensiv vorbereitet mit einem Russischkurs an der Volkshochschule. Denn meine Komplizin, die unbedingt ihren Mann reinlegen möchte, ist waschechte Russin.
Здравствуй, Дарья. Здравствуй, Гидо. Ja, damit sind meine Russischkenntnisse auch beendet. Gott sei Dank sprichst du hervorragend Deutsch. Dankeschön, obwohl ich eigentlich aus Sibirien bin. Ja, und da hast du den Gunther dann kennengelernt? Ja, genau. Er war damals da in einer Geschäftsreise. Mhm. Also nach halbem Jahr bin ich nach Augsburg gekommen zum Studieren. Ah, okay. Und so als kleinen Liebesbeweis möchtest du den Gunther jetzt für Verstehen Sie Spaß reinlegen? Ja, weil er ist ein typischer Deutscher und ich bin eine echte Russin. Und deswegen gibt es zwischen uns eine Differenz, die mich manchmal nervt. Er nervt mich. Und das Tolle ist, dass du direkt eine super Idee für einen Film mitgebracht hast. Dankeschön. Und zwar möchte ich sehr gern sehen, wie er reagieren wird, wenn er erfährt, dass ich keine Studentin bin, sogar eine russische Spionin. Das ist eine super Idee. Kann ich mir gut vorstellen. Sowas wie der neue Agenten-Thriller Daria 008 in Liebesgrüße aus Augsburg. Augsburg, 19.38 Uhr. Günther Krüger verlässt das Firmengelände seines Arbeitgebers. Er freut sich auf den Feierabend. Zu früh. Herr Günther Krüger? Thomas Karl, guten Abend. Verfassungsschutz, hallo. Ja, grüß Gott. Wir haben mal diese Variante gewählt, weil es besser ist, als wenn wir Sie zu Hause abholen müssen. Ja, aber sehr gerne, bitte. Wir bräuchten mal Ihre Zeugenaussage in einem internationalen Fall, den wir gerade ermitteln. Und würde Sie da euch mal bitten, uns zu begleiten? Well, 14 Minuten später ist der Zielort erreicht. Für Günther Krüger wirkt das Szenario absolut authentisch. Schwere Limousine, höfliche, aber bestimmte Agenten und vermummte SEK-Beamte. Seine große Frage ist, was wollen die von mir? Nehmen Sie bitte Platz. Rauchen Sie? Was zu rauchen? Wenn ich darf, gerne. Also verständlich. Zigaretten bei? Nee. Na, habe ich bei. Klar hat er keine eigenen Zigaretten. Günther Krüger ist seit Jahren Nichtraucher. Kleine, kleine Zigarette. Guten Abend, Herr Krüger. Mein Name ist Rand vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Gut. Sie werden sich wahrscheinlich fragen, warum Sie hier sind. Ganz kurz, Sie sind nicht als Beschuldigter hier, sondern als Zeuge. Es geht um Industrie, Spionage, ganz kurz, um Ihre Frau. Stimmt es, dass Ihre Frau am 3. November 1983 in Ust-Ilimsk in Sibirien geboren wurde? Richtig. Das stimmt. Mhm. Mhm. Und das ist ja auch so, nach dem Uni-Abschluss ist Ihre Frau ja dann nach Irkutsk gezogen, ne? Richtig. Das ist richtig. Ja. Okay, okay. Und können Sie sich vorstellen, dass Ihre Frau für den russischen Geheimdienst arbeitet? Also ich habe keine Erkenntnisse, dass sie für den russischen Geheimdienst arbeitet. Also mir ist nie etwas dermaßen aufgefallen. Gut. Ist Ihre Frau in letzter Zeit öfter verreist? Sie war meines Wissens noch nie außerhalb Russlands. Okay, okay. Mhm. Thomas, die Fotos. So, geht los. Beweisfoto Nummer 1, 20. April 2011, St. Petersburg. 28. Mai 2011, London. Erkennen Sie Ihre Frau auf dem Foto? Ja. Gleiches Datum? Ja.
Gut, 4. Februar. Auch diesen Jahres. Das ist ja gar kein Führerschein. Das ist doch ein russischer Führerschein. Ja, aber... Die haben doch auch Autos, die Russen. Aber ich bin ja mit ihr Auto gefahren. Das war eine Katastrophe. Absolut anfängerhaft und tölpelhaft. Ja, was heißt denn das? Also, das heißt, sie fährt sehr, sehr vorsichtig, sie kann nicht richtig kuppeln, sie kann nicht richtig schalten, das Auto stottert und so weiter. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Waffen im Schrank oder irgendwie? Überhaupt gar nichts. Nein, gar nichts. Gar nichts. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Adler 8, die Leitung nach draußen steht. Wir haben wirklich Kontakt nach draußen. Mhm. Herr Krüger. Heute Abend trifft sich Ihre Frau mit einer Zielperson. Wir kennen den Ort und in Kürze wird dort eine Übergabe stattfinden. Das können Sie hier alles live im Monitor sehen. Sie kommt. Ja, mit. Da kommt sie, da ist sie, ja. Kennen Sie den Wagen? Nein, überhaupt nicht. Da ist sie. Das ist genau der Sportwagen von Ihnen. Das ist sie, ist der Sportwagen. Da ist sie, schauen Sie. Aufzeichnung weiterlaufen lassen, auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Stopp, aus. Die läuft uns aus dem Ruder jetzt. Das ist sie. Das ist ja, eindeutig ihre Frau. Zugriff machen. Zugriff aus dem Ruder jetzt. Bleib bei ihr drauf, bitte bei ihr drauf bleiben. Wir sind unterwegs. Die Kamera bleibt auf ihr, bitte. Scheiße, wir verlieren sie, aber sie fährt perfekt. Das kann nicht sein, dass sie weg ist. Also wenn sie den Platz überwachen. Rufen Sie bitte ganz schnell nochmal Ihre Frau an, sofort, bitte. Hallo? Dariska, was machst du? Nichts. Ich gehe nach Hause. Du gehst nach Hause? Ich laufe nach Hause. Dariska, warst du in London? In London? Ja. Wie kommst du da drauf? Weil ich ein Bild von dir habe aus London. Weißt du was? Ich glaube, wir müssen reden. Das glaube ich auch. Ich komme. Ich bin gleich da. Tschüss. Sie ist schon hier. Ja, verstanden. Was kommt jetzt? Jetzt kommt sie her. Ihre Frau? Ja. Kommt hierher. Und dann? Da bin ich ja gespannt. Wie kommt hierher? Ja, sie muss hier überstellen. Und sie sucht. Entschuldigung bei dir. Ich führe ein Doppelleben. Ja, komm, ist das jetzt ernst oder was ist das? Ich arbeite für Geheimdienst. Was? VSS Geheimdienst. Du bist ein Russin. Du verrätst dein Land. Ja, komm, ist das jetzt ernst oder ist das Spaß oder was ist jetzt hier? Das ist Spaß. Und hier sitzen die beiden, Daria und Gunther Krüger. Gunther. Ich finde, Sie sind ja bewundernswert locker geblieben. Wie ist denn das mit der Aufregung jetzt? Geht's? Ja, funktioniert. Ich habe leider keine Zigarette für Sie, weil hier in der Arena Rauchverbot ist. Ich hätte Nikotinpflaster anzubieten. Rauchen Sie jetzt wieder oder nicht mehr? Nein, aber da habe ich es gebraucht, wirklich. Das hat man gesehen. Musste mich festhalten.
Daria, das war ja nun jetzt auch deine Idee und ich finde, du kriegst jetzt nochmal einen Riesenapplaus. Du hast großartig gespielt. Hat Spaß gemacht, ne? Ja, danke. Mir hat auch dein Lara Croft Outfit richtig gut gefallen. Ich bin übrigens gespannt, wie gleich Cindy mit Manfred aussehen, wenn die hinten aus unserer Umkleidekabine wieder rauskommen. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt eine schauspielerische Ausbildung anstrebst, aber ich glaube, du könntest international Karriere machen. Oh, Dankeschön, danke. Das sah sehr professionell aus. Als Dankeschön haben wir natürlich Blumen für danke. Dich. Vielen Dank. Und es gibt ein Bild, ein kleines Andenken auch an den Gunther. An Verstehen Sie Spaß. Vielen Dank, dass ihr beide mitgemacht habt. Und der Applaus hier aus Trier ist euch beiden natürlich sicher. Wenn Sie auch jemanden haben, der mal reingelegt werden sollte, der es so richtig verdient hat, gucken Sie auf unsere Internetseite, das ist überhaupt kein Problem. Als ich den Titel Ihrer aktuellen Single zum ersten Mal gehört habe, da habe ich gedacht, das könnte doch auch ein James-Bond-Klassiker sein. Glitter and Gold. Ja? Und James Bond würde zu dieser Frau auch ganz gut passen. Ihre Stimme ist sexy, cool, geheimnisvoll und sieht garantiert genauso gut aus wie ein Bond-Girl. Hier ist Englands neue Soul-Diva. Hier ist Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Sie hat dieses Lied nicht nur gesungen, sondern auch selber geschrieben. Rebecca, thank you for coming. All the best to you. Some flowers. Hope to see you again. Rebecca Ferguson. Thank you very much. Jetzt schaut die internationale Modeszene garantiert hier zur Halle nach Trier. Man kann sagen, Paris schaut an die Mosel. Und wir schauen jetzt auf Cindy aus Marzahn und Manfred. Manfred, komm! Hier ist Manfred! Ja, der sieht doch mal gut aus. Schön, oder? Schön. Was hast du fein? Sehr schön. Muss man auch ein bisschen wirken lassen. Ja. Manfred, wie fühlst du dich? Sehr gut. Ja, also man muss ehrlich sagen, Manfred, das auch für den schönen Obi. Also Partnerlook, das war ja auch in den 70er Jahren sehr angesagt. Das sieht schon, also boah. Also ich glaube, wenn Karl Lagerfeld das sieht, wird er seine neue Modekollektion in die Altkleidersammlung werfen. Das ist schon. Ist deine Ex-Frau eigentlich nach Hause? Ist sie noch da? Nee, schon weg. Ich sehe sie schade. Nicht. Naja, Pech. Die Ex-Frau, das ist auch schön. Mhm. Nein, aber man muss sagen, Manfred, du kannst alles tragen. Ja. Nur nicht Cindy aus Marzahn, deswegen darf ich euch bitten mal... Oh, der war schlecht. Ach komm, jetzt geht mal rüber aufs Sofa. Ihr müsst euch ja erst mal kennenlernen. Oh. Riesenapplaus. Manfred, du siehst toll aus. Okay. Mit der Blume ist schön. Danke. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Gast. Damit James Bond die Welt retten kann, muss es natürlich erstmal einen Bösewicht geben, der sie überhaupt zerstören will. Und genau das war vor einigen Jahren sein Job. Seine große Karriere hat mit Pierce Brosnan angefangen. Danach kam dann Schindlers Liste. Und ist er nur noch mit internationalen Superstars auf der Leinwand zu sehen. Er spielt den neuen Film von Tom Hanks mit. Aber heute sehen wir ihn in einer ganz anderen Rolle. Er hat nämlich zum ersten Mal Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß gespielt. Hier ist Götz Otto. Schön, dass du da bist. Dein Publikum. Das ist Manfred. Mein Glückwunsch, mein Glückwunsch. Nee, anfassen, ihr seid, ach, mein Glückwunsch, ihr passt toll zusammen, super. Ja. Ist Manfred noch da? Ja. Ja. Hallo. Mein Manfred, Glückwunsch, ganz mein Ex-Mann, ja. Das ist mein Zukunft. Setz dich. Oh, ich bin so aufgeregt. Nein, das Schöne ist, wenn man die beiden sieht, ich habe gerade direkt an Heidi Klum und ihren Bodyguard gedacht. Nur, dass du auf den Manfred aufpasst. Aber diese Blume ist irre. Ja, Mann. Sieht toll aus. Nee, wirklich. Also, wirklich, Respekt. Jetzt bist du so ein sympathischer Kerl. Wir kennen das ja auch schon ein bisschen länger. Aber du musst immer diese Bösewichte spielen in den Filmen. Macht das Spaß, Götz? Naja, muss ist ja auch relativ. Also, ich darf. Du darfst. Ich darf. Und das macht einen großen Spaß, absolut. Ja, manchmal sogar mehr Spaß, als wenn du so nette rosa Häschen spielen muss. Im Gegensatz zu dem Manfred macht es aber auch Spaß. Ja, ich glaube auch. Ja. Diesen bösen Blick, den wir jetzt gerade auch in diesem im kleinen Trailer gesehen haben, übst du den vom Spiegel? Also jahrelange Schauspielerfahrung und man muss dann Schule, jeden Morgen wird dann die Augenbraue hochgezogen. Komm, klar, mach mal einmal für unsere Zuschauer in die Kamera 1. Mach einmal so einen bösen Blick.
Toll, ne? Das ist schon ein großes Kino, wie man so sagt. Dafür geht man auf eine Schauspielschule. Kannst du auch mal in die Kamera einen bösen Blick machen, Cindy? Guck mal. Schön. Das sieht aber immer aus. Ich fand, das war schon... Also, kann ich kurz was fragen? Na, du kannst alles fragen. Ja, wenn er halt nicht mehr so böse wie ich hätte meinem nächsten Einspieler eine Rolle für einen Liebhaber zu vergeben, würde mich natürlich... Was, das ist ein Angebot? Ist ein, Manfred, was ganz sagt ruhig. Manfred dazu? Ah, Manfred, wer ist Manfred? Nein, das war Spaß. Manfred, war total Spaß. Nein, Manfred und ich sind so, aber wir beide werden dann halt auf einer anderen Ebene. Ich komme dann vorbei. Zusammen. Hast du Götz denn gesehen in seiner Rolle damals in dem Bond-Film? Selbstverständlich. Wie hast du die Rolle? Das ist so eine schöne Geschichte. Wie hast du die Rolle damals bekommen? Kannst du das kurz erzählen? Ach, mein Gott. Also ich bin dann nach London gefahren und bin nicht davon ausgegangen, dass das klappt. Ja, ich habe davor nur Theater gespielt eigentlich und habe einen Regisseur getroffen und der fragte, was hast du gemacht bisher? Theater. Das hat nicht viel hergegeben. Und dann habe ich die Produzentin getroffen, wir am Telefon und sehr gut aussehende Frau übrigens, natürlich, Barbara Broccoli. Man kennt's doch. Ja, hat Ähnlichkeit mit dir ein bisschen. Und die war am Telefon. Die war am Telefon. Ja, und hat die am Telefon und hat gesagt: Hold on a second, I have a very good looking German guy here. Gut aussehen. Gut aussehen Deutschland. Ich hatte ganz kurze Haare zu dem Zeitpunkt, also fast eine Glatze. Und dann hält sie das Telefon zu und sagt zu mir: Okay, you have 20 seconds to introduce yourself. Weil ich hatte 20 Sekunden, um mich vorzustellen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das jetzt für eine versteckte Kamera oder was? Wie soll ich das machen? Ja? Und habe dann gesagt, I'm big, I'm bad, I'm bold, also glatzköpfig, I'm German, 5 seconds, keep the rest. Also ich bin groß, böse, deutsch, 5 Sekunden, den Rest kann sie behalten. Und das war mein erstes Casting bei Bond damals. Es war lustig. Und so bist du an die Rolle gekommen? Naja, es gab noch ein zweites danach, aber das war... Ich sehe Möglichkeiten für uns beide auch mal in so einem Bond-Film. Du als Bond-Girl kann ich mir gut vorstellen. Aus der Ostsee raus. So ein schöner Titel. Der Hunger stirbt nie. Der Hunger stirbt nie, sie tanzt nur einen Sommer. Jetzt bist du ja Familienpapa auch, hast 4 Kinder. Ja. Hast aber gesagt, also ich möchte nicht unbedingt, dass sie Schauspieler werden. Warum nicht? Ich meine, bei dir klappt das doch auch richtig gut. Oh, mein Gott, wenn sie es unbedingt wollen. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriger Beruf. Vor allen Dingen in dem Beruf länger zu arbeiten und nicht nur einfach irgendwie für ein paar... Also es wird immer weniger, es gibt immer weniger Jobs, je älter man wird, logischerweise. Die ganzen Hauptrollen spielen junge Leute, aber man kann ja nicht mit 45 plötzlich sagen, so und jetzt mache ich was anderes. Man ist ja, hat auch eine Leidenschaft und es wird immer schwieriger. Also von daher würde ich meinen Kindern eher was anderes anraten. Ja, aber bei dir läuft es doch top. Du warst ja im letzten Jahr, wo warst du überall? Warst du überall gedreht? Oh Gott, ich war in Russland, in Irland, überall, da viel unterwegs. Aber ist nicht immer so, Gottes Willen. Es jetzt hast du eine neue Rolle ja für uns gespielt, als Lockvogel. Und ich eine habe, Doppelrolle sogar. Ja, Götz Otto damit einen Traum ermöglicht. Ja, er durfte an einem sehr exotischen, wenn ich das sagen darf, abgelegenen Ort drehen. Es waren nicht die Malediven, auch nicht die Antarktis. Nee, er hat gedreht in der Lausitz. In der Lausitz. Ich freue mich heute bei Verstehen Sie Spaß mitspielen zu dürfen. Und das Supergeniale ist, ich darf sogar 2 Rollen spielen. In meiner ersten Rolle bin ich heute ein Müllmann in der Lausitz. Abfahrt, Mike! Tja, so schnell geht sozialer Aufstieg beim Fernsehen. Denn in meiner zweiten Rolle spiele ich den etwas exzentrischen Grafen von Hohenstein, der ein paar Möbelpacker damit beauftragt hat, aus diesem wunderschönen Antiquitätenladen ein paar exquisite, sackteure Möbel in sein Schloss zu liefern. Die Sache ist jetzt die, ich muss ja nur mal ganz kurz weg. Das heißt, ihr könnt schon mal alles hier runtertragen. Und das machen wir hier auf dem Boden, damit die Sachen nicht auf dem Steinboden stehen. Hallo, Herr Modersohn. Hallo, guten Tag, grüße Sie. Hallo. So, die 2 Jungs werden sich jetzt um die Möbel kümmern. Ja. Ich bin noch mal kurz weg, komme in 10 Minuten wieder. Und ihr seid so nett, stellt die Möbel schon mal hier ab. Und dann verladen wir sie gleich ins Auto. Gut, wiedersehen. Alles klar, bis dann. So, die Möbel stehen oben, bitte folgen Sie mir. Bis später.
Zwei Müllmänner fahren vor, einer davon Götz Otto, und räumen die Möbel heimlich, still und leise in den Lieferwagen, der um die Ecke steht. Und dann wird Sperrmüll ausgepackt. Ein passender Hinweis an den Laternenpfahl und schon steht die Falle. Was dann? Ach, zu Scheiße. Jetzt alles. Was ist denn los? Die Möbel. Was denn hier ist? Sperrmüll heute. Na, wir standen da gerade zwischen den Stühlen. Ist da kein Sperrmüll? Das sieht man doch. Hier ist Sperrmüll heute. Hier auf den Decken. Hier stand das gerade Zeug auf den Decken. Hier ist heute Sperrmüll, alles hier. Ja, da liegt doch das Zeug drin. Ja, ja. Ey, wisst ihr, was das kostet, das die Lumpe? Hier stand doch, hier lag doch gerade Decken mit Tisch und Stühlen mit Ruhe. Das war Sperrmüll. Hier steht da überall Sperrmüll heute. Das hast du doch gesehen auf Decken. Hast du gedacht, ein normaler Mensch stellt sein Sperrmüll auf eine Decke oder was? Naja, wenn hier alles Sperrmüll ist, natürlich. Naja, pass mal auf, hier steht alles, das alte Zeug. Jetzt hör mir auf, ey. Ey, alter Krempel, ich stell alten Krempel auf die Decke. Jeder, was? Naja, mach nur mal auf, wir müssen hier weitermachen, Alter. Ich hab auch noch was zu tun heute. Verzeihung? Das kann doch nicht wahr sein. Mach. Stand denn auf Decken, was? Steht da was drauf oder wie? Hier steht hier rum, ich hab mir einen Job zu erledigen, verstehst du? Ja, das mag ja sein, aber ich mache meinen Job auch und ich sehe, dass das gute Möbel sind. Das weiß jeder Blinde, sieht das. Quatsch hier. Nicht Quatsch. Kicker, hier, das ist alles hier so ein Zeug, verstehst du? Das muss ja rein. Das ist Sperrmüll, das sehe ich vollkommen ein. Das ist ein Müll. Warte mal, hier, pass mal auf, der ist ja noch da. Der hier? Ja. Der Kicker, da ist noch nicht mal ein Bezug drauf. Ja, das ist den Bezug, 8 Euro. Sollen wir jetzt mitnehmen, den Stuhl, oder? Ja, was soll ich mit dem Schrott? Jetzt ist es da, aber ich kann den Scheiß mitnehmen. Na gut, den mach ich. Ja, warum nicht gleich so? Ja. So. Abfahrt! Sie wissen, was er gerade vernichtet hat. Na klar, das sind dafür gegen 5 Jahre Arbeit, meiner Frei. Die sind nur bekloppt im Kopf, die haben 5. Klasse Abschluss. Oh, jetzt. Ah. Mein lieber Motor, so. Grüße Sie, grüße Sie. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Jetzt kommen Sie und alles ist schon weg. Ach, Sie haben es schon verladen? Ja, ja. Ist alles schon drin. Oh, das freut mich ja sehr. Sind Sie die Herren, die verladen haben? Ja. Ach, wunderbar. Bisschen schade, dass da nichts drunter liegt, ne? Nichts mehr zu machen. Wir haben auf der Deponie noch mal reingeguckt, aber ist platt, die Scheiße. Euer Ding, nicht unser. War ein Versuch. Das hat sie doch ganz konkret eben angesprochen. Ja, da lag dir was um die Ecke. Da hatte ich geguckt, ob ich das noch nicht brauchen konnte. Und da wollte ich es erst mitnehmen. Und das hat er schon rein. Da hat er gesagt, das passt nicht an. Aha. War alles in Ordnung mit den Möbeln? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil das waren wirklich sehr, sehr schöne Stücke. Sagen Sie es bitte, wie es war. Bitte sagen Sie die Wahrheit. Es ist eine Katastrophe. Was für eine Katastrophe? Das möchte ich jetzt mal wirklich wissen. Meine Herren, was ist passiert? Wir hatten die Möbel hier unten hingestellt. Sie haben die Möbel hier unten hingestellt? Ja, was sollten wir denn machen? Wir waren oben, wir haben den Schrank oben auseinander. Wir sind wieder runtergekommen und... Wissen Sie, das ist doch aber nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass meine Möbel weg sind. Das gibt's doch gar nicht. Beruhigen Sie sich doch bitte. Nein, ich will mich nicht beruhigen. Das sind die Möbel von meinem Urgroßvater. Und die habe ich Ihnen anvertraut. Herr von Hohenstein. Nein, da... Bitte. Das gibt's doch gar nicht. Wissen Sie... Das wäre ungefähr vergleichbar, als wenn jemand das Bernsteinzimmer irgendwo in den Schredder wirft und kaputt macht. Ja, das war Ihre Verantwortung. Das war Ihre Verantwortung, meine Dynastie, wenn sich da... Herr Modersohn-Becker. Bitte. Bitte jetzt. Also, geben Sie bitte den Spiegel den Herren. Ich hätte ganz gerne eine Auslieferung
Dieses Spiegel ist für Sie. Mein Schloss zu Graf Guido. Von verstehen Sie Spaß. Götz Otto in einer Doppelrolle. Ja, die taten mir so leid, ey, Wahnsinn. Ja, aber es ist natürlich dann auch richtig lustig. Das ist ja auch gar nicht so einfach, Lockvogel als bekannter Schauspieler zu sein. Wie oft bist du erkannt worden? Das war erstaunlich. Wir haben teilweise auch mit Bart gearbeitet und so richtig fett und Sonnenbrille. Und zum Glück bin ich manchmal erkannt worden, weil das gab nämlich auch so einen ordentlichen Sohn Kanten und der wollte mich verprügeln, weil ich diese Dinger da weggehauen habe und so. Und kam dann so an mich ran, das machen wir hier aus, wir zwei hier sofort. Und ich dachte echt so, alter Schwede, jetzt kriege ich hier bei Verstehen Sie Spaß auf die Schnauze. Aber dann hat er so geguckt und so, ich kenne dich. Damit unsere und dann habe ich Glück gehabt. Zuschauer wissen, wovon du sprichst. Wir haben so ein paar kleine Szenen zusammengestellt, wo Götz Otto erkannt wurde. Auf geht's. Los, weiter. Nee, die kenn ich doch im Fernsehen. Klar. Ach, Quatsch. Na klar. Scheiße. Na ja, gut, scheiße. Oh, jetzt hat nicht geklappt. Ja, mein Herz. Aber wer bist du denn jetzt? Ich? Ja. Ich bin Götz Otto. Tag. Ja, scheiße. Was ist das denn? Das ist der Regisseur. Vielleicht machen wir nur ein bisschen mehr Dreck ins Gesicht. Und dann, Jürg. Also, dann geh ich nochmal hier in der Maske. Okay. Nochmal in die Maske rüber. Scheiße. Das ist schon mal gut. Erkannt, leider. Schade, tut mir leid, Leute. Das war nicht mein. Ich hab hier den beste Versuch. Versteht ihr? Aber ja. Hier ist Sperrmüll heute. Was ist das so? Versteckte Kamera. Das seht ihr doch selber. Ich wäre jetzt nochmal die Frage, ob man den Dialekt. Am Dialekt liegt es auch nicht, oder? Nee, ach, die kamen raus und die haben mich ja gar nicht wahrgenommen, wirklich. Aber kannst du vielleicht einen Ossi spielen, so vom Dialekt her oder sowas? Ich hab doch die ganze Zeit so gesprochen. Ja. Ich war schon hier auf... Ich glaube auch Dialekt so, oder? Ja, klaro, das hab ich gerade eben auch gemacht. Ja. Ja, reg dir nicht so auf, Mensch. Ja, der Nächste wird. Warten, was ist denn los? Was ist denn los hier? Das ist heute Sperrmüll. Warte mal, nimm mal die Kappe ab. Wie soll ich meine? Nimm mal bitte die Kappe ab. Was soll denn das? Ich kenne dich doch irgendwer. Ach komm, hör auf. Komm, hör auf. Auf geht's weiter. Dann fängt man dir, Götz Otto. Götz Otto, natürlich. Mensch. Komm her. Fass mich nicht an, Alter. Ich bin ein riesen Fan von dir, komm. Du bist das doch nicht. Hab ich recht? Gott sagt, ich bin ein Riesenfan. Ich glaube, gib's doch zu, komm, sag's, komm. Ich sag's. Ein Bild machen. Na, super. Hier, komm, machen wir gleich ein Bild. Ja, der Mann von der Müllabfuhr. Bart, dunkel, Brille. Okay, machen wir das mal ein bisschen verrückter hier. Nicht wirklich. Da sehe ich aus wie John Lennon. Was soll ich denn jetzt sagen? Ossi ist das nicht. Aber gut. Auf jetzt. Hey, was ist hier? Hey, was macht ihr hier für einen Scheiß? Das ist Sperrmüll heute. Pass auf, wir machen hier nur unseren Job. Ey, ist mir scheißegal. Wir machen nur unseren Job. Warte mal. Warte mal. Fass mich nicht an hier. Was dann? Ist der Bock nicht so mal? Was? Was soll denn das jetzt hier? Was soll denn das? Hä? Ne, wer ist das? Ey, Digga, was ist denn das hier? Fass mich nicht an! Fass mich nicht an, Alter! Gibt's doch gar nicht. Ich kenn den irgendwoher, den. Ah, Mann, ey, Alter, gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Bist du Schauspieler oder was? Ich bin Müllfahrer, jetzt lass mal weitermachen hier. Ist das hier eine Verarsche? Auf geht's, weiter geht's. Warte mal, du bist doch hier, warte mal! Ich hab's. Götz Otto. Hab ich recht oder nicht? Willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Alter, ich hab's gewusst! Alter, das tut mir total leid! Oh Mann, oh! Ey, pass mal auf, ich seh doch ganz anders aus, kannst mich doch nicht erkennen! Geht doch gar nicht! Scheiße! War hart für dich! Aber lustig, ich hatte auch Spaß gemacht. Waren aber alles Jungs, die auch gerne mal ins Fitnessstudio gehen. Und ja, also ist, scheinbar, das ist mein Zielpublikum. Ostdeutsche Möbelpacker. Ja?
Hast du denn ein bisschen Respekt oder Schiss gehabt sogar von also, den Jungs? Ja, teilweise schon. Und natürlich, die waren geladen. Ja. Der eine meinte gleich, er hat echt Glück gehabt hier. Mein Kumpel, der hat echt eine kurze Zündschnur. Ich dachte, oh. Es ist natürlich jetzt an der Zeit, dass du es auch erfährst, weil wir haben das zu Hause für unsere Fernsehzuschauer schon eingeblendet. Du bist natürlich verarscht worden. Das waren alles Lockvögel von uns. Ja, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Götz Otto. Komm, da hat es keine Chance. Es ist ja. Wir müssen also ein bisschen für uns auch was rausholen. Na gut gemacht. Wie fandest du denn diesen Oldtimer, den du als Graf gefahren hast? Hat der dir gefallen? Super schönes Auto. Sehr, sehr schönes Auto, absolut. Der hat natürlich auch was hergemacht. Also wenn du mit so einem Auto vorfährst, gucken die Leute gar nicht mehr, sehen ja nur noch dieses Auto. Also alte Autos sind schön. Unser Auto macht auch sehr viel her. Mhm. Ich finde, moderne Autos auch nicht schlecht. Die haben viele Extras, ABS, Navi, Bremsassistent. Das ist auch sehr schön. Das brauche ich nicht. Ich habe meine Frau für sowas. Aber unser Auto ist wirklich toll. So eine gewisse Leichtbauweise, kann man sagen. Ja, nicht ganz leicht gemacht. Wir werden hinterher noch sehen, was dieses Auto für andere Extras noch so mit sich bringt. Wir kommen jetzt erstmal zu einer wirklich großartigen Truppe hier in unserer Sendung. Sie haben eine ganz tolle Mischung aus Breakdance, Artistik und Feuer und sind so gut, dass sogar DJ Bobo sie mit auf Tournee genommen hat. Wir haben uns kennengelernt im August bei der SWR Talentshow Einfach die Besten. Und sie haben gewonnen, denn sie waren einfach die Besten. Und deshalb sind sie auch heute Abend hier in der Arena in Trier. Viel Spaß mit den Magic Artists! Let there be a lesson question.
die Magic Artist. Super, wow. Sehr, sehr schön. Hallo Katja. Super geklappt. Ein Traum, einfach perfekt. Das muss man einfach unseren Fernsehzuschauern mal sagen. Ihr seid ja alles Amateure. Also was machst du hauptberuflich? Also ich bin Grundschullehrerin, leidenschaftlich ebenso, aber genauso leidenschaftlich Magic Artist, seit ich denken kann. Das ist natürlich eine Nummer für jeden. Also die Frauen sagen, boah, guck mal, die knackigen Typen. Die Männer sagen, boah, das riecht nach Grillen, das ist super. Jetzt bist du ja die Chefin von den neuen Jungs hier. Hören die wirklich auf dein Kommando? Also wir haben es gut ausprobieren können. Es sind jetzt 1700 Shows, die wir gemacht haben zusammen. Und ich glaube, eine Chefin unter Männern tut sich ganz gut. Die hören also aufs Wort. Es klappt immer noch wunderbar. Das ist wie bei Angela Merkel. Wenn Mutti was sagt, springen die anderen Minister. Das kennen wir ja. Wir dürfen uns recht herzlich bei euch bedanken. Euer Applaus, die Magic Artist. Ihr wart super. Dankeschön. Ja, und jetzt wird's für mich ja auch heiß. Hab's vorhin schon mal angekündigt. Ich gehe jetzt gleich auf Hausbesuch. Das heißt, ich werde jetzt gleich irgendwo hier in Trier klingeln, weil ich einfach wissen will, guckt Trier heute Abend gesamt, verstehen Sie Spaß? Wenn es jetzt gleich klingelt, es könnte ich sein, bitte aufmachen. Das wäre ganz nett auch, ja. In der Zwischenzeit gucken Sie sich einen schönen Film an. Es geht um ein sehr schönes Thema, der Flughafen in Berlin. Ja, der soll ja jetzt auch schon ganz kurzfristig im Herbst 2013 fertig sein. Jetzt müssen Sie sich das Fiasko mal hier überlegen, wenn das in Trier passiert hätte. Wenn der Wovereit als Aufsichtsratsvorsitzender die Porta Nigra geplant hätte. Die wäre doch heute nicht fertig geworden, oder? Man muss einfach mal drüber sprechen. Die Berliner rechnen mittlerweile beim Flughafen mit allem, nur nicht mit Verstehen Sie Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp 4 Wochen vor dem geplanten Termin ist die Eröffnung des Flughafens. Der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Eigentlich sollte der Flughafen Berlin-Brandenburg schon vor Monaten den Betrieb aufnehmen. Soweit die seriöse Berichterstattung über die sicherlich teuerste Peinlichkeit, die wir zurzeit in der Republik haben. Florian Weber, Moderator des ARD-Buffets, hat seinen ersten Einsatz als Lockvogel. Insbesondere die Berlinerinnen und Berliner sind natürlich extrem angenervt von der Situation, kann ich verstehen. Aber es wird noch dicker kommen, das kann ich versprechen. Darf ich vorstellen, Lux mein Name, Luftfahrtbundesamt. Und jetzt gibt's richtig Feuer. So, wir sind jetzt hier, Blankenfelde. Das ist die Einflugschneise direkt. Okay. Dann fahren wir vorne rechts, dann sind wir hier richtig. Ganz genau, in diesem Gebiet ist der Ärger wahrscheinlich am größten. Guten Tag, Lux mein Name, Luftfahrtbundesamt, grüße Sie, hallo. Es geht um was? Um den Flughafen natürlich. Ja. Nächstes Jahr im Oktober geht er in Betrieb. Leider. Es ist ja einiges schiefgelaufen, das letzte waren ja die Brandschutzmaßnahmen. Ja. Jetzt geht es um die Befeuerung. Sagt Ihnen das Thema Befeuerung was? Ja, ich denke mal, das wird was mit dem Licht zu tun haben. Ne? Das hat genau was mit dem Licht zu tun. Lande- und Startbahn. Richtig, wir sind hier in der Einflugschneise und wir müssen jetzt überprüfen, es gibt die entsprechende EU-Richtlinie, ob genug Licht von unten kommt. Und bei der Planung des Flughafens wurde es natürlich nicht bedacht. Hm. Ja? So, jetzt ist es so, wir müssen natürlich, also das ist die gesetzliche Maßnahme, für die wir sorgen müssen, auf Ihrem Grundstück entsprechendes Licht installieren, was nach oben geht. Nee, definitiv nicht. Ja, ich habe das Gesetz nicht gemacht. Haben Sie die Belehrung von uns nicht bekommen? Nee. Wir haben 2 Lampen, wenn er die vielleicht mal holt gerade. Die bringen schon mal pro Stück 6000 Watt. Das ist schon mal ein bisschen was. 2 von denen. Stellen Sie schon mal hier ab, ja? Ja, ja, mach doch mal. Also an der Stelle können wir gleich Schluss machen. Da müssen Sie mit dem Gerichtsbeschluss kommen. Hier auf dem Grundstück definitiv nicht. Ja, ja. Die Scheinwerfer will natürlich keiner. Aber Florian hat einen Vorschlag zur Güte. Vielleicht ist ja mit vorhandener Beleuchtung was zu machen. Jetzt wollten wir mal testen, was Sie so an Licht schon auf dem Grundstück haben, was man irgendwie einschalten könnte, weil Kleinvieh macht ja auch Mist. Kann ich auch mal? Ja. Haben Sie denn noch zusätzliche Lampen im Haus, die man irgendwie mal aufstellen könnte? Ich merke, Sie sind sehr kooperativ, das ist natürlich schon mal schön.
Was natürlich wichtig ist auch, ja, also geht ja immer noch um die Frage Nachtflugverbot, ja oder nein, aber bis 1 Uhr nachts werden wir auf jeden Fall die Beleuchtung brauchen, wa? Was kriegst du da raus an Lux? 305. 305. Ja gut, das ist in Summe natürlich schon nicht. Jetzt ist die Frage, wenn wir die hier draußen haben, wollen Sie von uns, das bieten wir natürlich an, einen Weckruf haben, weil ich sag mal, ab 1 Uhr nachts können Sie die dann schon auch wieder ausstellen. Müsste halt morgens 4.30 Uhr geht es dann, glaube ich, wieder los. Ja. Ne? Morgens 4.30 Uhr wieder an. Dann müssten wir das an- und ausmachen, oder was? Also Sie würden genau ausgearbeiteten Zeitplan von uns kriegen. Zu welchen Zeiten, es variiert natürlich auch immer ein bisschen, ne? Ferienzeiten und so weiter, Wochenende und so, je nach Wetterlage ist natürlich auch wichtig. Die andere Sache, was Sie fragten auf dem Grundstück, wir haben den Generator dabei, den müssten wir dann auch mal hier Test laufen lassen, je nachdem müssen wir eventuell was ausbuddeln und begradigen, betonieren. Also soll der Chelsea da etwa die ganze Zeit hier rumtuckern? Ja, ja. Es ist ein leiser Generator, ne? Das ist das leiseste Modell extra für diese Zwecke entwickelt. Ja, das Problem ist, ich meine, das ist ja bekannt, Sie liegen in der Einflugschneise, ich habe es ja gezeigt, direkt auch an dieser... Dann kann Herr Platzek oder Herr Wobereit hier einziehen in das Haus und dann ziehe ich in seins drin und der kann sich dann nicht alles aufbauen. Mir ist das egal. Hier bei dem neuen Dach wäre es ja also... Na, Sie hätten natürlich auch den Vorteil, Sie haben über Ihre Fenster gesprochen, wir würden entsprechende Jalousien für Sie installieren. Der Vorteil ist, Sie haben es halt bei sich hier im Vorhof eigentlich bis spät in die Nacht einen Tag hell, ne? Das ist ja auch schön. Ist auch ganz einfach zum Handhaben. Ja. Also die Lampen kann man immer ausgefahren lassen. So, das ist nicht das Problem. Ne? Das ist jetzt eine einmalige Sache. Das wird der Kollege auch machen. Und wenn das dann mal eingerichtet ist, dann geht es ums Ein- und Ausschalten. Zur richtigen Zeit, halt je nach Plan. Ne? Das ist im Grunde genommen so ein ruhiges Brummen. Nee. Ja. 85 Dezibel haben wir drin, muss halt mit Diesel betankt werden. Sag ich mal, sich Diesel tanken? Ist mir eigentlich, muss ich das mal ganz ehrlich sagen, tut mir leid, jetzt wäre ich aber wirklich sauer. Ist mir scheißegal, hier kommt hier überhaupt kein Dieselaggregat, denn hier läuft gar nichts. Ich will ja nachts meine Ruhe haben, reicht schon die Flugzeuge. Jetzt muss ich nicht hier ein bisschen ohne, das geht gar nicht. Und hier Lampen, noch mehr Licht. Also nee, so viel können Sie mir gar nicht bezahlen. Ah. Dann kaufen Sie raus, 100.000 Euro sind hier. Dann können Sie machen, was Sie wollen damit, ist mir scheißegal. 100.000 Euro nehmen Sie das Grundstück und das Haus, werden Sie glücklich damit. Nein. Wieso sollen das gerade hier hin? Genau. Gibt es hier nicht irgendwie wie eine Fläche, wo die eine freie Fläche, wo man das hinbauen könnte? Ja, ich wird gar nicht gebaut. Da können Sie messen und planen und gucken, wie Sie wollen, raus mit wir den können gerne, und das sind die leisesten Aggregate, die es in der Welt jetzt gibt. Hier wird nicht hingebaut. Nee. Man hört den ja auch gar nicht, ne? Ich meine, bei dem Fluglärm... Das ist doch richtig. Mein Grundstück, da haben Sie nicht so bauen hier. Nee, wir lassen ja. Das mal kurz starten, da können Sie sich das mal so gewöhnen. Ich will nicht Dach haben, ich will es gar nicht haben. Ja, das geht ja. Im Grunde genommen ist das. Hol die Polizei her, das reicht mir bald. Es gibt ein Entgegenkommen vom Flughafen, die sagen natürlich, sie könnten einmal im Jahr für 30% vergünstigt parken dort. Das ist ja schlimmer wie im Osten früher. Na, was soll ich denn da? Ich bin in 20 Jahren auf diesem Flughafen noch nicht gewesen. Was soll ich mit den 30% Rabatt? Seien Sie mal nicht sauer, die können Sie an der Backe schmieren. Ich könnte noch das weitere Angebot machen, dass Sie oben in einem Panorama-Restaurant vielleicht das Jahr über kostenlos Cappuccino trinken können. Sowas in der Art. Ich würde mir Flugzeug schenken. Im Privaten. Selbst dann würde ich das nicht zulassen. Sehen Sie das nicht ein? Würden Sie das machen auf Ihren Grundstück? Sich so eine Dinger hinstellen lassen und Gelampen und wie es ich was alles? Nee. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, nee, würde ich natürlich nicht. Na bitte. Ja. Ist doch fast ein glatter Rauschmiss, ist das doch hier. Nee, also das mache ich nicht mit. Nee. Können wir alles wieder mitnehmen? Alles? Und Tür zu! Nein, das machst du gar nicht! Warten Sie, Vorschlag, folgender Vorschlag. Ich bitte Sie ganz herzlich, dass Sie sich beschweren. Und zwar bei meinem Vorgesetzten, das ist Guido Kanz von Verstehen Sie Spaß. Kennen Sie den? Herzlich willkommen. Mein Chef heißt Guido Kanz aus der Sendung Verstehen Sie Spaß. Ihr habt mich ja wirklich verarscht. Jetzt sag ich's nochmal. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ja. Vorname Guido, das ist der Abteilungsleiter bei uns. Und dann schreiben Sie noch Stichwort Verstehen Sie Spaß. ARD, das ist wahrscheinlich Ihr Lieblingssender. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Herr Lenski.
Auf geht's zum, verstehen Sie Spaß, Hausbesuch. Hey, da sind schon ein paar wach da oben. Die Straße heißt Im Sonnenschein, auch nachts. Das ist sehr interessant. Ich habe auch extra was mitgebracht. Die Nachbarschaft ist auf der Straße. Und jetzt gucken wir noch mal, ob jemand zu Hause ist. Hier brennt Licht. Gucken wir mal, live. So was haben wir noch nie gemacht. Mal sehen, ob es funktioniert. Knirr. Garten, Ding-Dong. Ich drücke hier überall. Das sind aber sehr nette Menschen. Welcome steht, also gucken wir mal. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Verstehen Sie Spaß, ist in Trier. Hallo. Dürfen wir reinkommen? Ja, können Sie tun. Hallo, sind Sie die Frau Knirr? Frau Knirr Tochter, ja. Hallo, Frau Knirr Tochter, wir kommen rein. Oh, hier sind Kinder. Hallo. Wir haben den Verstehen Sie Spaß Hausbesuch. Hi. Mama. Komm mal mit rein. Achtung, das ist die Küche. Ich weiß nicht, hier. Wo ist denn die Mama? Ihr müsst mitkommen, hier hinten rein. Ja, guten Tag. Wo ist die Mama? Hallo, Frau Knirr. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Sie sind jetzt im Fernsehen, bei Verstehen Sie Spaß? Was ist hier los? Sie haben auch noch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja, 39. Danke. Warum ist der Fernseher nicht an? Kannst du mal den Fernseher bitte anmachen? Gehst du mal rein? Mach mal drin bitte an, Fernseher. Verstehen Sie Spaß? Ist ja bestimmt auf der 1 in der Fernbedienung, ne? Klar, logisch. Ja, weil wir haben einfach mal gedacht, wir gucken mal, was die Trier machen. Ich habe auch was mitgebracht. Hier, kleine Präsente. Ist das Ihr Mann? Nein, mein Mann hat sich verkrümmt. Er ist nach oben. Der hat Angst. Ja, bestimmt. Ich hab dem extra ein paar Getränke mitgebracht, dann bringt er was mit. Ja. Bitte schön. Für den Gatten. Ne, das krieg ich dann. Ja, ziehen Sie mal an. Das sind die, verstehen Sie Spaß, Fernsehschlappen. Einfach mal anziehen. Ob die passen. Da muss ich ja meinen Schuh ausziehen, Freunde. So, jetzt gehen wir mal hoch, wir gehen mal zusammen Fernsehen gucken. Auf geht's. Hier können wir den Bademantel mitnehmen, weil Udo Jürgens ist heute Abend in der Sendung. Das ich ist weiß. Die offizielle, ne? Ich hab schon. Ausstattung. Schnell nach oben mal gucken. Wir gehen mal zum Fernseher. Ich hab ein Schläppchen aber mit, ja. Schläppchen mit. Wo ist der Fernseher? Hab ich ja nie gehört, dass ein Fernseher im ersten Stock ist. Was ist das denn? Achtung, wir kommen. Hier ist der Fernseher. Ah, das ist der Mann. Herr Knirr, grüß Sie. Ja, wir sind, Sie sind im Fernsehen jetzt gleich. Haben Sie denn geguckt wenigstens? Ja, klar. Ja, klar. Ja, ich war gerade unten. Ich habe Ihrer Frau mitgebracht, Udo Jürgens ist heute Abend in der Sendung. Die offizielle Bekleidung, die ziehen Sie bitte gleich jetzt schon mal an. Sie können ja froh sein, dass Lady Gaga nicht in der Show ist, sonst hätte ich einen Blech-BH mitgebracht. Das ist ja... Das ist verständlich. Ziehen Sie mal an, das ist doch klasse. Wenn Sie morgens, kann ich mir vorstellen, so nackt aus der Dusche rauskommen, nichts anhaben und Ihre Frau lächelt, dann kann das auch an unseren Schlappen liegen. Ja, das ist wahr. Fühlen Sie sich gut an? Ja, sehr gut. Ja, also ich hoffe, dass jetzt hier den ganzen Abend, verstehen Sie, Spaß läuft. Jetzt feiert Ihre Frau ja unten, jetzt Sie hatten keine Lust oder was ist da los? Ich war gerade am Fernsehen, weil ich wollte, verstehen Sie, Spaß schauen. Sehr gut. Was ist denn mit Ihnen? Sie bleiben Sie jetzt, können Sie sich bitte zu Ihrem Mann setzen, Sie können sich hier hingucken. Hier schön, wir haben noch tolle Gäste. Atze Schröder kommt gleich, Cindy aus Marzahn ist da, die hat ihren neuen Lebensgefährten kennengelernt. Also, ich winke gleich noch mal aus der Halle. Zum ersten Mal Hausbesuch, schön, dass Sie aufgemacht haben. Wir sehen uns. Tschüss. Hier ist was los. Achtung, aber hier ist ein Kabel. Also ich gehe davon aus, dass Sie wirklich den ganzen Abend jetzt verstehen, Sie Spaß gucken. Sie haben auch gar keine andere Chance. Ich habe nämlich die Fernbedienung mitgenommen. Alles klar. Ich setze mich jetzt ins Auto. Ja? Ja, was ist denn los? Die Nachbarschaft, hier sind spontane Feiern ausgebrochen. Leute liegen sich in den Armen. Ich fahre jetzt wieder zurück in die Halle. Die Autofahrer in unserem nächsten Film, verstehen Sie Spaß, die hatten es ein bisschen schwieriger, von A nach B zu kommen. Viel Spaß. Dies ist die Einfahrt zu einem abgeschlossenen Wohngebiet. Von oben sieht es so aus. Es gibt nur einen Weg hinaus. Und genau da bringen wir unsere Schilder an.
Stopp. Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben? Nein. Dann schauen Sie einfach mal bitte aus dem Fenster. Was steht da? Ja, Einbahnstraße. Richtig, Einbahnstraße. Mein Gott. Sie belehren mich, ich verspreche Ihnen, das kommt nie mehr wie vor. Und wo muss man denn jetzt fahren? Wie komme ich denn da jetzt raus? Hier geht's nicht raus, Sie müssen zurückfahren. Und wo komme ich da hinten bitte schön raus? Also ich wohne auf der Tulpenstraße. Wie soll ich denn das Wohngebiet verlassen, weil da hinten ist überall zu? Das heißt, als Anwohner auf der Tulpenstraße, das ist ja jetzt ein guter Witz, aber als Anwohner der Tulpenstraße kann ich noch nicht mal Getränkekästen einkaufen. Ich müsste rein theoretisch hier parken, wenn ich danach mit dem Auto noch weiterfahren möchte oder was. So sieht's aus. Das ist ja der Hohn auf Socken. Man kommt hier nicht raus. Ach, Sie kommen nicht raus? Nein. Haben Sie jetzt den Wagen abgestellt? Den habe ich abgestellt, nachdem ich 33 Straßen reingefahren bin und die Leute mir aus dem Viertel versichert haben, ja. Sie kommen hier nicht raus. Das ist richtig, Sie kommen hier eigentlich nicht raus, weil ja die Einbahnstraße. Ja, ja, stellen Sie sich mal vor, man hat einen wichtigen Termin und kommt jetzt hier nicht raus. Ich fahre hier schon jetzt 20 Minuten. Dann muss man sich gut vorbereiten, also logistisch. Man muss gut nachdenken, planen und dann klappt das alles. Ja, wie soll das denn klappen? Hier kommt man nicht raus. Momentan ist offen. Ja, aber Sie werden doch zugeben müssen, dass das keine Lösung ist. Na, das ist die Lösung, die ich Ihnen anbiete. Ich drücke Ihnen die Daumen. Was schlagen Sie vor? Was tun wir? Ja, am besten die Politik mal fragen, wie ich das Wohngebiet hier verlassen kann. Wenn Sie Lösungen haben, dann bin ich zu allem bereit. Aber das ist ja... Ich war doch gerade, ich bin das zweite Mal jetzt hier. Ich habe nichts mitbekommen. Ich stand ein bisschen weiter. Was hat er? Ja, ich habe doch, mein Gott im Himmel, ich habe doch gerade mit Ihnen gesprochen. Genau. Ich kann Sie auch direkt in die Fernsehsendung, verstehen Sie, Spaß schicken. Mein Gott im Himmel, also ich... Gleiche Stelle, neuer Trick. Baggerarbeiten am Eingang zur Sackgasse. Der Baggerführer macht erstmal Mittag. Mahlzeit! Aber unsere Polizisten, die arbeiten durch. Ich will auch am Mittag machen. Ja, der Kollege hat ihn da hingestellt und ja, der kommt morgen wieder. So viel ich weiß. Sie sind doch auch Handwerker, Sie machen doch auch Pause. Ja, ich sperre aber ja keine, einfach keine Fahrstraße zu und lasse hier keinen mehr rein und raus und mache dann erstmal Pause. Ist da echt ein Biest. Also kommt hier kein Anlieger rein und raus heute im Morgen. Nein. Hallo, was ist denn hier los? Hier kann keiner mehr fahren die nächsten Tage. Also und hinten rum können Sie nicht fahren? Wir können nirgendwo durch da hinten. Ist eine Sackgasse, oder? Ist eine Sackgasse. Das nächste Problem, weil wir haben ja nicht das einzige Problem, ist, dass Sie hier nicht durchfahren können. Das nächste Problem ist, wenn Sie sich einmal umschauen, Sie stehen im absoluten Halteverbot, ne? Dann kann man hier nicht fahren. Ich stehe da und werde vorgewunken und dann kriege ich noch ein Knöllchen. Nicht halten und nicht parken. Und Sie haben ja sogar den Wagen abgestellt und ausgeschaltet, also... Ja, ich wollte hier rausfahren. Dann habe ich dich gefragt, ob du ihn erkennst, hast du mir gesagt, du setzt dich hin und machst jetzt erstmal Mittag. Ja, ist dann ist aber so. Nicht der Fahrer, dann kann der Ding nicht mal eben an Seite fahren. Ich schaffe ja schon seit 10 Stunden. Du hast mich nicht verstanden, daraufhin habe ich das Auto ausgemacht. Was ist denn so schlimm dran, dass ich Mittag mache, Mensch? Ja, von mir, das machst du den ganzen Tag Mittag, nur das Ding muss da weg. Was machen wir? Ja, was machen wir? Aber Sie haben die Schilder gesehen, dass Sie hier nicht parken und nicht halten dürfen, ne? Ich wollte das ja gar nicht. Ich habe mich nur eben gerade, sicher weiß ich das, das Auto kommt ja auch hier weg. Mhm. Ich kann mich auch da hinstellen, nur ich will ja gar nicht hier parken, ich will ja weg. Ich muss Ihnen leider trotzdem ein Knöllchen geben. Also wenn Sie mir jetzt dafür ein Knöllchen geben, dann wäre jetzt echt eine Frechheit. Haben Sie einen besseren Vorschlag? Ja, dann fährt der Bagger wieder nicht sofort weg. Ich kann das Auto auch dahin. Ich habe ja gar nicht geparkt hier. Ich habe mich ja nur hier hingestellt, weil ich klären wollte, wie der Bagger wegkommt. Sonst nix. Zum Schluss die größte Unverschämtheit. Nur über eine Ringstraße geht's raus aus diesem Wohngebiet. Und auch die wird zur Einbahnstraße. Seit wann ist das denn? Seit 3 Tagen. Was ja. Dürfen Sie nicht in einer Einbahnstraße? Ja, verkehrt rum reinfahren. Richtig. Also, ich lasse noch mal Gnade vor Rechte gehen. Also wenden Sie bitte und fahren Sie da drüben wieder raus, ja? Dann fahr ich noch mal da hinten rum. Tschüss. Wenden.
Während die Frau brav versucht, das Wohngebiet in der korrekten Fahrtrichtung zu verlassen, tauschen wir die Schilder aus. Die Einbahnstraße hat die Richtung gewechselt. Hallo, die Dame. Guten Tag. Was ist jetzt los hier? Wissen Sie, warum ich Sie anhalte? Ich bin jetzt gerade da angehalten worden und sollte hier rumfahren. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass Sie falsch rumfahren. Ich möchte Sie einmal bitten, bitte einmal zu wenden und wieder zurückzufahren in diese Richtung. Ich bin gerade hier gefahren. Wie muss ich denn jetzt fahren? Einfach einmal wenden hier und in diese Richtung zurückfahren. Ja, genau. Das hat man mir gerade vor 2 Minuten da vorne an der Ecke erzählt. Und darum bin ich rumgefahren und jetzt stehen Sie hier. Das kann nicht sein. Doch, das ist so. Das hat alles seine Richtigkeit. Sie sehen ja das Schild hier. Ich fahre zu meinen Eltern hier. Jetzt bin ich hier in mehrere Ehrenrunden am Drehen. Das kann ja sein. Sie sehen ja das Schild. Ja. Ja, genau. Also bitte einmal wenden und so zurückfahren. Nee. Und dann stehe ich da vorne und dann steht da wieder das. Dann steht dann wieder ein und sagt, ich komme wieder aus der Einbahnstraße raus. Ich wüsste nicht, was du... Ja, ich weiß nicht, was Sie für ein Problem haben. Also wir wenden jetzt nicht. Fakt ist ja, dass wir hier eine Einbahnstraße haben. Schaffen, du bist ruhig, du bist nicht der Fahrer. Ich fühle mich verarscht. Das tut mir leid. Also wenn Sie bitte einmal wenden würden, einmal und wieder zurück. Das letzte Mal. Wie gesagt, also ich kenne hier auch keinen. Ich weiß nur meine Ansage. Ich muss eben das hier organisieren. Einmal bitte wenden und in diese Richtung. Zurück. Vielen Dank. Stopp, 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 stopp. Ich bin jetzt gerade da rausgekommen und jetzt hat die mich wieder zurückgeschickt. Schauen Sie mal, hier oben, was haben wir hier, die Einbahnstraße? Ja, ich weiß. Und Sie fahren schon wieder falsch. Ja, also das ist doch ein Scherz, ne? Wo ist denn jetzt die Kollegin, die Sie gerade geschickt? Ich verstehe gar nicht, was Sie von der Kollegin reden. Die den ganzen Tag. Die Kollegin hat mich jetzt gerade wieder zurückgeschickt. Ich sollte jetzt so eine dunkelhaarige? Ja. Eine dunkelhaarige? Eine kleine, zarte. Haben wir überhaupt gar nicht. Wir haben nur Männer bei uns. Ja, ich kann doch nicht, so komme ich ja nie hier raus, wenn ich immer Runden drehen soll. Jetzt fahren Sie bitte, wenden Sie und fahren Sie einfach endlich mal hier raus. Ja, und wenn die Dame wieder da steht, ich habe Ihnen gesagt, wie rum müssen Sie fahren? Sie müssen wenden. Ja, logisch, aber da ist ja auch ein Schild. Wie soll ich denn da fahren? Na, einfach mal da wieder raus. Die letzte Runde. Ja. So, Ihnen wollte ich nur einen schönen Tag wünschen und sagen, Sie sehen klasse aus. Okay, Alter. Da bin ich wieder. Wir haben es gerade noch pünktlich geschafft. Bin wieder hier in der Arena in Trier. Hat alles funktioniert bei euch? Das ist doch schön. Wieder zurück zu Hause. Das war Fernsehen im Ersten gerade. Zumindest im ersten Stock. Mein nächster Gast macht normalerweise samstagsabends der ARD-Konkurrenz. Sie geht nämlich als ZDF-Kommissarin Kommissarin Lukas auf Verbrecherjagd. Und spätestens seit dem Film Männer gilt sie als Idealbesetzung für ungewöhnliche Frauenrollen. Und 2010 hat sie den Deutschen Fernsehpreis gewonnen für die beste Schauspielleistung. Guten Abend, hier ist die bezaubernde Ulrike Kiener. Geht's mit der Treppe? Guten Abend, schön, wie ihr seid. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ihr Publikum? Guten Abend. Ich darf vorstellen, das ist der Manfred. Hallo. Guten Abend. Cindy aus Marzahn. Hallo. Götz Otto. Ich bin die linke Hand, Entschuldigung. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Was ist denn mit Ihrer Hand passiert? Die ist oder war gebrochen und das ist jetzt, sind so die Reste, dass ich diese kleine Schiene noch tragen muss. Beim Drehen passiert? Beim Drehen passiert. Ich habe versucht, eine junge Kollegin zu erschlagen. Sie hat versucht, wegzukommen. Wie das eben so geht. Ja, wie das halt so geht. Das war aber als Kommissarin? Oder? Nein, in dem Fall war ich die Böse, da war ich die Täterin. Ja, deswegen sitzt ihr auch zusammen, ihr zwei. Ja. Ja. Wann geht's mit Kommissarin Lukas weiter? Am 8. Oktober fange ich wieder an zu drehen. Ja, das ist doch schön. Ja, stimmt. Finde ich auch. Sie gelten ja als Charakterdarstellerin, aber haben natürlich früher auch mal Blödsinn gemacht, so als junges Mädel. Auch, aber ich mache eigentlich auch jetzt immer noch ganz gern Blödsinn zwischendurch. Doch, doch. Also das ist... Das hört ja nicht auf. Wenn man so eine Kommissarin spielt, dann gehen die Leute auch immer davon aus, die sind auch im normalen Leben total korrekt. Da fährt keiner zu schnell. Da ist das Wohnzimmer aufgeräumt, so wie gerade bei meinem Hausbesuch. Wohnzimmer, ja, aber ich fahre auch gern mal zu schnell und so weiter. Ja, das sah aber sehr gemütlich aus. Ja, es war, also Salz selten stand sowas. Auf dem Tisch und Bier sah eigentlich sehr, fand ich sehr nett. Ich finde das auch schön, wenn der Partner nicht dabei ist, wenn man Geburtstag feiert. Das ist auch... Kommt drauf an, wie alt man wird. Ach so, das könnte ja auch sein. Ne? Vielleicht. Wie war denn Ihre Rolle als Lockvogel für Verstehen Sie Spaß? Ist Ihnen das schwer gefallen? Muss ich ehrlich gestehen, ja. Also es ist mir echt ein bisschen schwer gefallen, weil ich gemerkt habe, also das, was Sie gemacht haben, wie Sie sich da reingehauen haben, das muss ich ehrlich sagen, alle Achtung. Ja, fies, ja.
Aber es war schwer. Nein, das ist wirklich schwer. Ja, aber Sie sind ja gewohnt, Rollen zu spielen. Ja, was ist daran genauso schwer? Es war ja nicht mal, es war jetzt keine Rolle in dem Sinne. Ich war nicht verkleidet, sondern ich war halt dann doch Ulrike Kriener und habe Leute angehalten, was wirklich erstaunlich war, dass so viele angehalten haben, also alle im Grunde. Aber mir ist schwer gefallen zu sagen, was haben Sie denn da jetzt für einen Scheiß gemacht? Also was haben Sie jetzt da verbrochen, dem anderen die Schuld zu geben und zu sagen, er ist ein Idiot oder dass er irgendwie was verbockt hat, das kann ich irgendwie nicht, das ist mir schwer. Wir gucken uns das jetzt zusammen an. Ulrike Kriener hat eine Rolle gespielt, sie hat es gerade schon gesagt, eine Frau, die am Straßenrand steht und Autos anhält. Keine Angst, es ging nur um Pannenhilfe. Das gucken wir uns jetzt an. Plattfuß. Hallo Ulrike. Hallo Schatz, ich habe einen Platten. Liebling. Ich habe Platten. Nimm dir doch den neuen Abgaswagenheber. Ja, und dann suchst du dir Hilfe. Okay? Ich melde mich. Ciao. Sie mir einen kleinen Moment helfen? Ja. Ich habe einen Platten und müsste den Reifen wechseln und wollte das mit diesem Abgaswagenheber kurz eben machen. Also ich bräuchte nur hinten an Ihren Auspuff ran. Das wäre total nett. An Auspuff? Ja. Wunderbar. Halt, halt. Das reicht mir schon. Geht's? Klasse. Ran. Ach, kommen Sie mal raus. Ich erkläre Ihnen. Das ist nämlich echt eine tolle Erfindung. Ja. Schauen Sie. Ich halte das hier ran, ja? Und Sie, ja, und Sie geben jetzt einfach Gas. Ja. Okay? Das ist ja toll. Jetzt geben Sie richtig Gas, genau. Und zwar richtig kräftig Gas geben. Dann kommt das Auto nämlich hoch. Sagen Sie, sind Sie von hier eigentlich, aus der Ecke? Haben Sie? Sie kennen das ganz viel hier. Okay, richtig schön Gas geben. Super. Und noch einmal. Aus. Oh. Nein. Ei. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe den Aufschlag, aber scheint, hat sie das Weideblasen oder wie? Sie haben ein bisschen zu viel gegeben, gell? Das Auto, ich will da nichts. Also dass doch was kaputt ist, wissen Sie. Opa. Ja, Wahnsinn, was ist das denn? Stopp, jetzt machen Sie aus, machen Sie aus, machen Sie aus. Das, muss vom Stickstoff sein, ich weiß nicht wovon. Oh Gott, oh nein! Ah! Ich hab doch Stopp gesagt. Ja, aber ich hab's doch gemacht. Was haben Sie denn da für Klump? Das ist, Entschuldigung mal, das macht man in, also. Ich mache sogar eine Wüste. Nein, das macht mein Mann hat dieses Ding besorgt da. Mensch hat das Ding weggezogen da. Du kannst doch das wegziehen. Warum haben Sie nicht ausgemacht, als ich gerufen habe? Jetzt kommen Sie uns verbessern. Bitte. Ach, bitte. Ach, Mensch, jetzt mal. Entschuldigung mal, Sie können mich doch jetzt hier nicht einfach stehen lassen. Ich dachte, Sie sind ein Kavalier. Kavalier? Hm. Jetzt, was mache ich jetzt? Ist ja wohl das Letzte. Jawohl! Richtig schön. Weiter Gas. Nochmal Gas. Was? Der muss ich wieder zurückschalten. Ach Gott, jetzt, nein, das geht nicht. Das können Sie nicht. Machen Sie den Motor aus, bitte. Machen Sie den Motor aus. Das können Sie nicht halten. Ach, das war zu viel Gas. Scheiße. Das war jetzt einfach zu viel. Aber wissen Sie was? Zur Not, haben Sie eine Haftpflichtversicherung? Nein. Nicht? Nein. Okay. Was, Ist Ihnen noch nie ein Auto umgekippt? Nee, sowas kenne ich überhaupt nicht. Nee? Ich kenne halt einen Wagenheber, aber nicht sowas. Das ist auch einer. Aber es ist ein super Gerät eigentlich. Der macht damit die Winterreifen, Sommerreifen. Ich rufe jetzt den Pannenservice an. Ich glaube, das ist besser, ja. Ja? Also das wäre jetzt eine Sekunde. Oh, ja, Schatz, was ist denn? Könnten Sie es kurz meinem Mann sagen? Sie können da reinsprechen einfach. Ja? Ja, hallo, Müller hier. Ich wollte mich bedanken, Sie haben meiner Frau ein bisschen unter die Arme gegriffen. Ja, ja. Und war es kompliziert? Ja,
Normal nicht. Das heißt also, meine Frau kann gleich fahren und alles ist gut. Ja. Ich will mal sehen, wie das alles funktioniert. Gell? Reden Sie mit ihm, sagen Sie ihm nichts. Hallo? Meine Frau kann gleich fahren und alles ist gut. Wir sind. Ja, genau, wir machen gerade live. Ja. Ja, das passt schon, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Was wollt ihr wissen? Ah ja, Opa, es klappt heute zu mir. Und was haben Sie gesagt? Ja, es hat schon geklappt. Mir wäre das echt recht, wenn Sie das meinem Mann kurz erklären könnten, wie das gelaufen ist, weil ich kann nichts dazu und Sie im Grunde... Ja. Wir haben das halt ausgelassen, halt so mit dir, wie gesagt hat er das. Aber wirklich genau so? Das ist ein neuer Unfall. Ja. Ja, was haben Sie gemacht? Ich meine, weil Ihre Frau gesagt hat, ich soll das Telefon nehmen. Ich wollte nur helfen. Also mal, entschuldigen Sie, Ihre Frau hat mir das Telefon ja. Schlecht, aber ich soll bitte nichts sagen. Also entschuldigen Sie, wenn Sie mir jetzt noch einen Vorwurf hier machen. Bitte. Ich habe nur geholfen, es tut mir leid. Ja, ich verstehe Sie, ich habe nur geholfen. Ihr Frau absolut. Hat gesagt, wir sollen das Ding, ich habe Gas gegeben. Dann haben wir gesagt, Achtung, das Ding weg, das geht zu weit hoch. Dieses Auto umgekehrt. Wir stehen nur und haben geholfen. Ich habe mein Auto angemacht, Ihre Frau hat das Ding hingehalten und der Sack hat sich aufgeblasen. Das ist eigentlich wie zu Hause. Also, entschuldige mal, ich finde das jetzt auch nicht in Ordnung, dass du die ganze Zeit, also jetzt dem Mann, der hat wirklich alles getan, um mir zu helfen, wirklich wahr, ja. Und ich finde echt, er hat alles dafür getan und er hat es wirklich auch verdient, dass er jetzt zu mir in die Sendung, verstehen Sie, Spaß kommt. So. Oder? Ja. Finden Sie nicht? Na, doch. Ja, die kenne ich ja. Sehen Sie? Ja. Und da sind Sie jetzt drin. So. Können wir das Auto abschleppen? Weil ich meine, wenn wir es abschleppen, dann könnten wir natürlich zusammen in die Sendung Verstehen Sie Spaß? Und dann wären wir mit dem Auto da. Alles. Ganz genau, nach vorne. Da ist die Kamera. Vielen Dank an meinen Lockvogel, Ulrike Kriener. Man sollte sich natürlich immer vergewissern, wessen Auto man umkippt. Wer sich zum Beispiel an seinem Sportwagen vergreift, der kriegt garantiert Ärger mit Deutschlands lustigsten Porsche-Fahrer. Zumindest den mit den coolsten Sprüchen, dem besten Humor und dem meisten Erfolg. Hier ist Atze Schröder. Hallöchen, Damen! Sehr gut. Ah. Nur hochbegabt hier auf dem Sofa und hier die Kinder in der ersten Reihe. Kinder, schön, dass ihr da seid. Wir trinken gleich noch einen. Ist klar. Ja, also, es hat sich auch alles geändert. Ne? Früher ging man ja auch ganz normal in den Kindergarten, konnte nachmittags spielen. Das hat sich geändert. Ne? Es gibt ja mittlerweile so viele Kindergärten. Es gibt Kindergarten, Kindergarten, Waldkindergarten, Waldorf-Kindergarten, Montessori-Kindergarten, Kolping-Kindergarten und. Der Sohn von meiner Nachbarin ist ja auch so einer. Ne? 4 Jahre alt, der geht in den Waldorf-Kindergarten. Und ich durfte den dann noch nie abholen. Letztens ging es nicht anders. Seine Mutter war krank, kriegte ich so einen Zettel. Name des Kindes, Philipp. Aha, so. Ne? Ich kenne ihn erst seit 4,5 Jahren, der ist 4. So, bitte nicht mit den Erzieherinnen diskutieren, die sind alle intelligent und gebildet. So, das denn also. Keine Cowboystiefel anziehen, bitte nicht rauchen. Ganz wichtig, nicht mit dem Porsche hinfahren. So, Zettel weg, Porsche-Schlüssel ab zu diesem Öko-Guantanamo. Jetzt komme ich da an. Ne? Du denkst ja, Waldorf-Kindergarten, da ist gar keiner mit dem Auto. Vergiss es, militante Mütter in Kleintransportern, alles zugepackt. Alles zugepackt, bis auf das Rasenstück direkt vom Eingang. Das sollte ein Kräutergarten sein. Jetzt nicht mehr. Ich stelle den Motor ab, da kommt das erste bunt gefiederte Ozonloch schon auf mich zu. Sie sind ja ein schönes Vorbild für die Kinder. Ich sage, ganz ruhig, Lady Tofu. Erstens ist das hier der neue VIP-Parkplatz. Zweitens machst du mehr Mutterbodenblatt mit deinen Birkenstock-Tretern in Größe 52 an den Radlader in Leggings. Und drittens, was bist du denn für ein Vorbild? Free Willy unrasiert? Da. Hatte ich da schon mal Ruhe an der Stelle. Jetzt mussten wir noch 10 Minuten auf die Kinder warten. Jetzt steh du mal mit 36 gewaltbereiten Taliban-Müttern am Zaun.
Die Kinder haben 3 Stunden schön gespielt. Jetzt sind die Mütter da und rufen rüber. Finja, Finja, nicht so hochschaukeln. Finja, nicht so hochschaukeln. Joldasch, Joldasch, Joldasch. Nicht den Mirko mit der Schippe in der Fresse. Da sind wir gleich auf dem Geburtstag. Finja, steh wieder auf, das tut nicht weh. Kugel den Arm selber ein. Das kannst du. Das kann... Alexander, musst du? Alexander, musst du? Alexander, musst du? Alexander, musst du? Alexander, wenn du musst, dann geh. Geh, Alexander, Alexander, geh, geh, geh. Jetzt ist es auch egal. Es ist, nein, es ist egal. Es ist, Alexander. Es ist egal. Alexander. Alexander, lass es liegen. Lass es, grab es unter. Mit der Schippe, nicht mit der Hand. So, 3 Minuten später wurde das Waldorf aufgeschlossen. Ich denke, komm rein, den kurzen Abstand heilen, ab nach Hause. Ja, vergiss es. Erstmal alle Eltern an der Hand ein Lied singen. Alle Leute, gehen jetzt nach Haus. Ihr wart da, ihr wart da. Ihr wart aber garantiert, wart ihr da. Ich ja. Ja, ich war ja begeistert. Ich war total begeistert. Ich denke, komm, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? In die Maikäfergruppe. Ne? Oh, Philipp, alter Fischstäbchenwämse, alles akkurat im Spagat. Wo ist mein Playmofucker? Wenn Blicke töten können. Ich sag, komm, setz dich mal hin, ich binde dir mal schnell die Schuhe zu. Da höre ich von hinten schon. Schuhe zu binden kann unsere Finja schon ganz alleine. Ja, ist aber nicht mit dem ausgekugelten Arm. Unser Joldasch kann auch schon Schuhe zubinden. Der kann schon alleine bis 100 zählen. Unser Mirko kann schon auf Englisch bis 100 zählen. Unser Alexander hat sich selber Lesen und Schreiben beigebracht. Wir glauben, der ist hochbegabt. Ja, ich sag, mit Sicherheit ist er hochbegabt. Sonst hätte er doch nicht so intelligent in die Sandkiste geschissen. Also, super, Alexander. Toll gemacht. Ne? Wunderbar. Ein hochbegabtes Kind. Der Philipp. Ich sag, Philipp, komm mal her. Philipp, komm her, ich hab einen Porsche dabei. Hier, du fährst. Wir fahren schon zu McDonald's, die haben ein neues Happy Meal. Ja, da kam aber Stimmung in die Hochbegabten. Das kann ich euch sagen. Mama McDonald's, Mama McDonald's, Mama McDonald's, Mama McDonald's. Finjas Mutter kriegt als erstes Druck auf der Okolyten. Herr Schröder, mir reicht's jetzt endgültig. Wir sind hier im Kindergarten, keine Spielothek. Wir versuchen, die Kinder gesund zu ernähren, zu besseren Menschen zu erziehen. Im Einklang mit Körper, Geist und Seele, Flora und Fauna, unter Einsatz von anthroposophischen Gesichtsmund mit esoterischer Metaphysik. Hör mal, Rapunzel. Setz dein Haar auf und kämm es. Nein, ich meine es ernst. Wir versuchen, die Kinder zu besseren Menschen zu erziehen. Unter Einsatz auch von Pentatonik und Eurythmie. Die können sogar ihren Namen tanzen. Ja, ich sage, dank RTL und Dieter Bohlen können sie den auch furzen. Ich den Kleinen mitgenommen in den Porsche. Beifahrer sitzt schön angeschnallt. Wir fahren so eine Minute, sagt der Kleine. Sag mal, Atze, fahren wir wirklich zu McDonald's? Ich sag, bist du bescheuert? Ist ja viel zu ungesund. Wir fahren schön zum Burger King. Dankeschön. Das ist. Es ist. Was ist hier? Das ist. Gott, ja. Ulrike Kiener, Herr Götz. Das ist Manfred übrigens, der Manfred, neue Lover. Ja. Hast du schon wieder einen neuen? Du, nimm, was man kriegen kann. Ja, du verbrauchst die Männer ja. Ja, na klar, du. Setz dich zu und schön, dass das geklappt hat. Ja, ja, gerne. Du bist ja morgen auch schon wieder unterwegs, aber es geht weiter weg. Ja, morgen früh um 6, 7 Uhr fliege ich nach Ghana, nach Afrika. Wir haben da seit Jahren so ein Hilfsprojekt, Bettina Landgrafe mit ihrer Organisation Madame for Ghana. Und ich unterstütze sie schon seit Jahren und wir waren ja gerade so die Erweiterung von unserem Kinderheim ein, wo wir so ehemalige Sklavenkinder untergebracht haben.
Da hat der ehemalige deutsche Meister oder amtierende deutsche Meister hat jetzt noch 50 Trikots spendiert, die ich jetzt alle noch in den Koffer kriegen musste. Und ich weiß auch nicht, morgen früh werde ich da am Flughafen in Frankfurt stehen mit sehr viel Übergepäck. Das weiß ich ja, deswegen haben wir gedacht, wie können wir von Verstehen Sie Spaß was dazu beitragen. Und wir haben gesagt, naja, Trikots ist gut, Bälle, und wir haben gedacht, wir stiften noch 10, 15 Bälle. Desiree, bring die mal gerade mit. Ach, auch vom amtierenden deutschen Meister, die legen wir von Verstehen Sie Spaß nach oben drauf für Afrika. Sehr kannst gut. Du mitnehmen, ist das in Ordnung? Muss ich noch einen Koffer mitnehmen? Ja, du kannst hier super, einfach, mal da vorne hin oder nach hinten. Super, danke. Du bist ja auch fußballbegeistert. Wir haben übrigens heute Abend einen echten Weltmeister hier in der ersten Reihe bei Verstehen Sie Spaß. Einer der Helden von Bern, der Weltmeister von 1954 ist da, Horst Eckel. Schönen guten Abend. Manfred, was ist denn dein Lieblingsverein? Also, es war auch eine Frage hier über Facebook an Götz. Was bist du für ein Fußballverein? Leitler-Prob 60. 1860. Ja. Und Frau Kinner, Sie auch BVB-Fan? Natürlich. Da bin ich als Mitglied des VfB Stuttgart ganz alleine hier auf dem Sofa. Ja. Ah, es gibt. Die Rückrunde wird wie immer gut. Die Rückrunde, wir hoffen drauf. Ja, das ist klasse. Du bist dann natürlich auch wieder auf Tour? Ja. Direkt jetzt im Anschluss an Ghana geht es dann wieder auf Tour mit meinem Programm Schmerzfrei. Ein sehr hartes Programm. Aber komm auch nach Trier in diese Halle. Werde dann irgendwann an dieser Stelle stehen und freue mich natürlich. Ja, freuen die Trier sich natürlich auch. Was ich klasse finde, du hast ein eigenes App. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist Atzes Anmach einmal eins. 79 Cent habe ich heute mal gemacht. Da kann man das, das Telefon schütteln und dann haust du Anmachsprüche raus. Ja, das Nächstenliebe, Altruismus und ich greife den Männern unter die Arme, die ein bisschen schüchtern sind. Die müssen dann die Sprüche nicht mehr selber bringen, weil so, ey du, ne, schöne Augen, mach mal auf. Führt ja nicht immer zum Erfolg und deswegen habe ich meine charmantesten Sprüche in diesem App untergebracht und du brauchst einfach nur noch schütteln. Hast du noch ein Beispiel, was jetzt die Fernsehzuschauer auch mal jetzt ausprobieren können heute Abend in der Kneipe nach der Sendung? Mein Lieblingsspruch, den man auch gut behalten kann, ist, bin da, kann losgehen. Muss man natürlich schon sacken lassen. Ja, aber wenn man charmanter möchte, könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte einen unabhängigen Staat gründen, um eine Briefmarke mit dir drauf rauszubringen. Oh. Nur um deinen Hinterkopf zu lecken. Das ist, bei Cindy war es jetzt anders. Du hast eigentlich den Manfred mehr so aufgerissen, kann man sagen. Ich finde, heutzutage im Zeitalter von Gleichberechtigung knallen wir die Kerle weg. Ich sag dir das. So was wie Manfred nehme ich gerne mal zum Frühstück. Ja, und wir beide gucken zusammen Fußball. Ich weiß ja, dass du Porsche-Fahrer bist und dass du jemand bist, der auf Autos abfährt. Wir haben ein ganz besonderes Auto hier. Und das, was unser Auto kann, kann deiner garantiert nicht. Das können wir gerade mal zeigen. Vielleicht deine Kiste bei 180 auf Glatteis. Ja. Dreht sich aus dem Stand. Nicht schlecht. Ja. Ja, gedreht habe ich mich schon öfter. Ja. Aber so meist parke ich ein, Leute. Ja, was damit auf sich hat, das sehen wir dann später noch in einem schönen Film. Sehr wir cool. Kommen jetzt zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Zumindest unter den Filmen ohne Robert De Niro. Hier ist Die Himmelsleiter. Entschuldigen Sie, würden Sie mir ganz kurz die Leiter halten? Vielleicht hier so ran, damit sie nicht wegrutscht. Weil sonst habe ich kein gutes Gefühl. Geht's? Ja. Wunderbar, danke schön. Ja, ich bin gleich fertig. Ich muss nur kurz Farbe vom Auto wegwaschen, nicht, dass sie antrocknet. Der Chef beschwert sie wieder. Können Sie bitte mal Ihren Wagen wegfahren? Ich muss ausparken. Ich? Ja, ich habe keine Moment, Zeit. Moment, ich mache nur kurz was weg, ja? Es dauert nicht lange, danke schön. Ich habe keine Zeit, können Sie bitte, ich möchte ausparken. Ja, ja, es ist ja gleich vorbei, danke. Ja, ja, ist gleich vorbei. Ja, das ist immer, also. So, jetzt geht's los. Ich bin gespannt, ob die überhaupt merken, dass die Leiter gar nicht umfällt. Da fährt jetzt nicht mit dem Auto weg, oder? Halt, oh, das gibt's doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hallo? Halten! Ja, das ist super. Bitte. Normal. Das wäre jetzt einfach mit meinem Auto weg, nur dass er ausparken kann. Danke, danke. Sehr, sehr gut. Ja, aber hallo. Sie können doch nicht einfach mit meinem Auto wegfahren. Da geht's doch, jetzt kann ich ausparken. Das ist doch nicht normal, sowas. Also sowas? Was wollen die normal? Ehrlich. Bitte? Der Mann war doch oben auf dem Dach.
Hier hoch, hier war der oben drauf, ja? Ist ja interessant, ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn, ganz oben, ja? Ja, lassen Sie doch mal los, da kann doch jeder drauf stehen. Oh, was ist jetzt? Kleinen Moment, ich muss nur kurz schnell die Farbe vom Dach machen. Ich muss jetzt weg, können Sie bitte mal einfach wegfahren? Die Damen sind so freundlich und helfen mir, es ist gleich vorbei. Na, nicht! Hey! Oh, Jesus! Dann einmal nicht nehmen. Ist der irr? Schon wieder einer, der nicht merkt, dass die Leiter nicht umfällt. Halkenbergwesen! Eiskalt, geht er weg. Oh, die Ersten, die es kapiert haben. Nee, der fährt jetzt nicht weg, oder? Hey! Halten! Wie? Spinnt der? Danke. Oh, fährt jetzt mit dem Auto weg? Nee, halten, Leiter! Die Leiter halten! Gottes, hallo! Der kann doch nicht mit meinem Auto wegfahren. Aber bitte, halten, die Leiter halten, die fällt ja um. Was ist denn? Ja, das, was sie da machen. Ich weiß. Sie können doch nicht einfach Auto wegfahren und den Junge hier da stehen lassen. Oder? Mein Gott, halten! Sagen Sie mal, sind Sie blöd geworden? Sie sind nicht mehr ganz normal. Ja, was also ist sowas denn? Wie Sie gehört angezeigt. Bitte? Sowas wie Sie gehört angezeigt. Weg. Ja, also Sie sind ja wohl wahnsinnig. Ja, warum denn? Verzeihung, ich wollte ausparken. Das gibt's ja nicht. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen wie so ein Mann. Hey, halten. Was gibt's denn das? Ey, wie schräg Hallo. Sind Sie denn drauf? Verzeihung? Na, wie schräg ist das denn? Du hättest jetzt Genick gebrochen umgehen. Bitte? Wie schräg sind Sie denn? Er warf ein Dach da oben drauf. Entschuldigung, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Ich bin auf der Leiter. Warum Sie mit dem Auto wegfahren? Er steht auf dem Dach da oben drauf. Sie waren auf dem Dach? Ja, natürlich. Das habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Sie können doch nicht einfach das Auto wegfahren. Schauen Sie mal, ich wollte doch raus. Da kann man doch mal die Minute warten. Sie haben es doch verstanden. Eine Minute. Meine Frau ist Sterben schwanger. Sie? Meine ja, Frau ist schwanger. Ich kriege jetzt das Kind in einer Minute. Danke. In einer Minute kriegt dieses Kind. Sie steigen ein fremdes Auto rein. Wenn Sie es mit meinem gemacht hätten, hätte ich ein paar Mal gegeben. Ganz aber klar. Aber Entschuldigung. Wie kann man denn so irre sein? Der Mann ist auf dem Dach und Sie fahren weg. Ich kann Sie nicht sagen, warum der so irre ist. Ja. Darf ich es Ihnen wirklich sagen? Ja. So müssen wir es aber auch glauben. Ja. Kommen Sie mal kurz her. Das ist nämlich ein Kollege von mir. Wir arbeiten zusammen in der Sendung Verstehen Sie Spaß. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Ja, los. Und komm. So ein Flügel ist wirklich ein ganz, ganz tolles, edles Instrument. Und außerdem ist es das Markenzeichen meines nächsten Gastes. Er hat genau an so einem Flügel unzählige Klassiker und Hits komponiert, die auf über 100 Millionen Tonträgern veröffentlicht wurden. Und das ist ein Mann, da braucht man nur 3-4 Töne spielen, da wissen Sie garantiert, um welchen Künstler es sich handelt. Passen Sie auf, kennt jeder? Wer könnte das sein? Richtige Antwort. Und hier ist der große Udo Jürgens mit Gegen den Wind. Udo Jürgens. Hier, schön, dass Sie da sind. Ich danke. Freue mich sehr. Vielen Dank. Ihr Applaus. Standing Ovation sind hier. Udo Jürgens. Danke an die Band. Vielen Dank. Darf ich Sie mit rüber bitten? Vielen Dank. Gegen den Wind, aktueller Titel. Könnte man das auch so als Motto-Song für Ihr Leben nehmen? So naja, ich würde sagen, in unseren Berufen, die wir alle haben, Sie, ja? Kommt mir so komisch vor, so ein junger Fashion-Kerl zu sitzen. Sie können doch bitte du sagen. Sagen wir es du, okay? Also, gerne. Ist irgendwie sympathischer. Also in diesen Berufen, wir alle tätig sind, ihr auch alle, ist ja irgendwie immer der Kampf gegen den Wind. Und das ist ja gut, weil wenn man abheben will, braucht man Gegenwind. Ich darf kurz vorstellen, das ist der Manfred, hat sich extra schick gemacht. Ladies first. Achso, Entschuldigung, Ulrike Kriener. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. Mein Gott. Hallo. Wir haben ja schon. Bitte hier. Wir haben noch nichts. Guten Tag. Götz Otto. So. Bitte Platz. Ich muss jetzt mal, darf ich das sagen, Cindy, dass du wahrscheinlich der größte Udo Jürgens-Fan bist? Ja, ich bin ganz cool. Ich bin gerade so. Ehrlich wahr? Sie war den ganzen Tag total aufgeregt, sagt, Mensch, Udo Jürgens kommt. Und
Ich kann nicht mehr, ich bin nicht erstmal, dass ich die Schnauze halte, Leute. Ich bin völlig, ich bin hier so. Gott sei Dank. Ja. Danke. Da bin danke. Ich bin hier total geehrt. Toll, wirklich, oder? Toll. Bist du unterzuckert vielleicht? Ja. Ja, das kann natürlich auch sein. Wir kennen dich ja als, das ist für mich ganz ungewohnt, als Erfolgskomponisten. Jetzt habe ich vor zwei Tagen in der Zeitung gelesen, Udo Jürgens schreibt jetzt Kurzgeschichten. Da musste ich nachfragen. Naja, ich bin schon seit 2,5 Jahren dran und werde nicht richtig fertig mit der Sache. Mit meiner Co-Autorin, mit der ich auch den Mann mit dem Fagott geschrieben habe, versuchen wir ein weiteres Buch zu schreiben. Und das sind Kurzgeschichten, die einen Bezug zu Europa eigentlich auch haben. Mhm. So ist die Idee. Und wir sind mittendrin, etwas über die Hälfte vielleicht. Und der Anfang ist wirklich gut. Wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja, das werden wir uns natürlich alle anschauen. Der Mann mit dem Fagott ist übrigens nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Ja, unglaublich. Also, was wir mit dem Film erleben, das kann ich... Wir drücken alle die Daumen auf jeden Fall. Da muss ich wirklich sagen, ein großes Dankeschön natürlich der Produzentin Regina Ziegler, dass sie den Mut gehabt hat, diesen Film zu machen. Inzwischen haben wir ihn in New York gezeigt, im MoMA, im Museum of Modern Art, in einem Festival. Und da haben die Leute alle gesagt, wenn das ein amerikanischer Film wäre, dann wäre der Oscar nominiert. Weil die haben alle gesagt, das ist ein Oscar-Film irgendwie. Also wir haben doch mit dem Film einiges erreicht, was ich nicht vermutet hätte. Jetzt gehört ja zu Ihrer Karriere viel Können dazu, Fleiß, aber wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, kann man das sagen? Ich bin, glaube ich, ein Glückskind und habe viel Glück in meinem Leben gehabt, ganz klar. Aber was du eben gesagt hast, dass natürlich viel dazu gehört, dass man auch viel tun muss. Es geht los mit der Ausbildung im Anfang, bei der du auch mal dabei sein musst erstmal. Die ganze Laiengeschichte, die ist schon schwierig. Also da ist eine Glückssache. Wenn man dann Erfolg hat, ist es ein Glücksrittertum ein bisschen, ja. Aber man kann sich schon vorbereiten und kann dran arbeiten. Und das habe ich getan. Wie zum Beispiel zu meiner Linken. Auch eine gelernte Schauspielerin. Das ist halt, wenn man diese Berufe auf längere Zeit ausüben will, das ist der große Unterschied. Dann braucht man die Ausbildung, oder? Das ist einfach so. Und wenn man es kurzfristig, kann man also auch als Laie natürlich sehr erfolgreich sein. Deswegen waren wir alle sehr bestürzt, dass ein Glücksbringer, der Ihnen sehr viel wert ist, oder dir sehr viel wert ist, weggekommen ist vor kurzem. Wir haben das alle in der Zeitung gelesen. Naja, das ist eine schmerzliche Geschichte. Ich meine, dass das eine wertvolle Uhr war, ist sekundär. Das Entscheidende ist, es war die Uhr der Familie, die mein Urgroßvater, Großvater, Vater, schließlich ich habe die dann gehabt. Und unter meiner Obhut ist das passiert, dass sie weggekommen ist. Und da mache ich mir natürlich einen ewigen Vorwurf, das werde ich nie ganz überwinden, weil das war für die Familie unglaublich wichtig. Im Film spielt sie ja eine große Rolle. Ja. Und deswegen ist es für mich jetzt total schmerzlich. Also sie ist geklaut worden, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, ein Einbruch, ein ganz brutaler Einbruch. Gott sei Dank kam es nicht zu einer persönlichen Begegnung. Ich bin unten ins Haus rein und die sind oben vom Balkon runtergesprungen gleichzeitig. Und es war natürlich schrecklich, weil die hatten den Safe aufgeschnitten und mit so Trennscheiben heißen diese Geräte, die das machen. Genau. Furchtbar, es hat alles gestunken nach geschmolzenem Stahl und also furchtbar. Und es ist eben passiert und ich weiß nicht, warum es gerade, aber man kann im Leben nicht nur Glück haben. Man muss also auch zwischendurch Pech haben und ich habe viel Glück gehabt. Da muss ich innerlich auch bereit sein, Gegenwind zu spüren. Sie sind jetzt bald wieder auf Tournee. Ich muss mich sagen, gewöhnen ist schwierig. Da musst du dich dran gewöhnen, das ist Junge. Auch schwer für mich. Jetzt, ab Oktober wieder. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass wir wieder wiederholen dürfen. Wir machen die großen Städte nochmal durch die großen Hallen, in denen wir schon überall waren. Köln Arena und Hamburg und so weiter. Also das ist einfach eine unglaubliche Gnade, dass man sowas machen darf. Ich meine, ich höre immer so oft, dass gemeckert wird, ich muss da wieder hin und dann wieder die gleichen Lieder spielen. Und da sage ich immer, Mensch, Kinder, wisst ihr eigentlich, was ihr für ein Glück im Leben habt? Dass und ihr wir das wollen dürft. Die auch alle hören. Oder dass man da, dass man das darf. Das ist. Cindy, obwohl du so ein großer Udo Jürgens-Fan bist, ich gehe auf jeden Fall hin. Muss ich euch jetzt wegschicken. Ich weiß, ihr habt euch gerade kennengelernt, das ist alles noch ganz fragil und ich glaube auch, du hast Hunger.
Ja, deswegen würde ich euch jetzt gleich gerne ins Restaurant um die Ecke schicken, dass ihr einfach mal bei so einem Candlelight-Dinner euch ein bisschen besser kennenlernt. Dankeschön. Ja. Ein kleines Eisbein, was leichtes, oder? Ja, natürlich, für Desiree, wir haben auch ein paar Geschenke für natürlich. Mich? Ja. Ist das also so für viel, mich? Natürlich, so viel Spaß mit deiner Straße hat, das wollen wir dir dieses Requisit mitgeben. Die Cindy aus Marzahnstraße, für dich zu Hause. Oh. Nun natürlich, passend zum Outfit. Oh. Und Manfred, vielleicht trägst du die beiden. Das ist einmal die Karikatur von Cindy. Darf ich das sagen? Ja. Und das ist ich weiß, dass wir haben uns wirklich ja beide ineinander verliebt, aber ich möchte gerne, dass du die Blümchen deiner Ex vorgibst. Ja. Und ich würde dir gerne diese Schild schenken zur Erinnerung, weil du das, ich weiß, man verschenkt keine Geschenke, aber was man von Herzen schenkt, kann man auch von Herzen. Aber er kann nicht alles tragen, das ist das Problem. Nee, er trägt mich ja gleich, aber wir gehen jetzt erstmal was essen und hallo. Wir sagen recht herzlich Dankeschön, Cindy. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir können sagen, wir waren dabei. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie den Spaß mitgemacht haben. Komm, wir gehen. Dein Applaus. Cindy und Manfred. Tschüss. Wahrscheinlich denkt der Manfred sich jetzt, womit habe ich diesen Abend verdient? Das ist eben bei Verstehen Sie Spaß anders. Wir haben eine Rubrik und die heißt bei uns, die oder der hat's verdient. Und da bekommen Leute es mal so richtig zurück, die andauernd andere Menschen reinlegen. So wie Josef Bader zum Beispiel. Der Mann hat es verdient und der hat es auch so richtig bekommen. Und zwar von mir. Viel Spaß. In unserer Rubrik Der oder Die hat's verdient backen wir heute keine kleinen Brötchen, nein, richtig große. Ich stehe nämlich heute hier in einer Backstube in Frickingen im wunderschönen Bodenseekreis. Und der Besitzer ist das Opfer in unserem nächsten Film, Josef Bader. Und dass der Mann es mal so richtig verdient hat, reingelegt zu werden, der Meinung sind Magdalena und Judith. Hi, ihr habt mir geschrieben. Hallo. Ja, genau. Unser Onkel hat es mal so richtig verdient, reingelegt zu werden. Guck mal, ihr seid ja die beiden Nichten, das habe ich ja verstanden. Jetzt seid ihr aber nicht die Einzigen, die den Onkel mal leiden sehen wollen, oder? Nein. Nee, insgesamt sind wir 20 Nichten und Neffen, die sich mal am Onkel rächen wollen. 20? Ja! Das nenne ich mal Familienzusammenhalt. Warum soll jetzt der Onkel genau dran glauben? Weil er ständig irgendwelche Streiche spielt und wir haben es einfach noch nicht hingekriegt, ihn mal so richtig zu verarschen. Ja, dafür bin ich ja jetzt hier. Aber hast du irgendwelche Ansatzpunkte, was wir machen können? Ja, also er fährt gerne mal zu schnell Auto. Er hatte auch schon zweimal den Führerschein weg. Und wenn in seiner Bäckerei irgendein Chaos wäre, wäre das für ihn das Schlimmste. Also ich fasse nochmal gerade zusammen. Zu schnell Auto fahren, zweimal schon den Führerschein weg und Chaos in der Bäckerei. Das sind super Zutaten für eine echte Bäckerverlade. Seid ihr mit dabei? Ja! Und wo wird's passieren? Richtig, in der Schweiz. Da heißt es ja bekanntlich, immer schön langsam. Dort locken wir Josef Bader in unsere Radarfalle. Mit im Auto unser Klaus, getarnt als Bäckerkollege, der ihn über genau diese Landstraße lockt. Also irgendwas war, zack, blitze gerade. So. Grüezi. Grüezi. Fahrausweis und Fahrzeugausweis, bitte. Führerschein. Das ist aber ein altes Modell, ne? Das ist ein altes Modell noch. Aha. So, Herr Bader. Haben wir ein kleines Problem hier, hä? Sie wissen schon, dass man in der Schweiz nicht zu schnell fahren darf. Wir sind hier nicht in Deutschland, gell? Schauen Sie mal da hinten dieses Schild. Ja, okay, habe ich nicht selber bereit. Aber Sie können, also wie fahren Sie denn Auto? Ja. Sie müssen sich doch konzentrieren auf den Natürlich Verkehr. Natürlich muss ich das, klar. Wenn jetzt ein Reh herausgeht. Jetzt sagen Sie mir, was ich Strafe zahlen muss und dann erledigen wir das. Okay, wenn das der Moment, einzige Moment. Grund ist, dann machen wir das doch einfach, oder? Moment, jetzt einmal, jetzt lassen Sie mich das mal führen hier. Also, das wäre schön, wenn wir dann zu Ende kommen. Das wäre schön. Wissen Sie, Herr Bader, bei uns in der Schweiz sind die Gesetze dafür da, dass man sie einhält. Und ich bin das Gesetz. Oder, Beat? Sicher, Urs, du bist es. Sehen Sie?
Und jetzt einfach mal ein bisschen ruhig. Ja, ich bin ja ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ja, das scheint mir nicht ganz doch, so. Doch, das ist schön. Sagen. Da bleibe ich ganz locker. Mhm. Noch. Darf ich? Bitte. Schon? Denn in der Backstube gibt's auch Probleme. Elisabeth? Ja, hallo Josef, wo bist du? Ich bin in der Schweiz, gerade Polizeikontrolle. Du, wir haben ein Problem. Wir haben schon wieder Stromausfall. Wieso ein Stromausfall? Beim Zacke hinter haben sie gerade eine Hauptstromleitung verwischt. Komplett. Ach, beim Zacke hinter. Was sollen wir machen? Stadtwerke Überlingen soll gucken, dass wir Strom herkriegen. Und zwar innerhalb von einer Stunde oder so, dass es ruckzuck geht, ja? Wie lange geht das noch mit dem Telefonieren? Moment mal schnell. Also passt auf, ich habe daheim einen Betrieb mit 100 Mitarbeitern und da ist der Strom abgekappt worden gerade eben. Ja, ich würde das gerne klären, weil sonst geht unser Betrieb hops mit solchen Aktionen. Wenn ich das klären könnte, wäre das nett. Okay? Wäre das okay? Sie haben eine Minute noch. Also, ja. Und bei dir? Ja, ich weiß nicht, die Polizeikontrolle ist ein bisschen eigenartig, aber jetzt gucken wir mal, gell? Okay? Okay. Also, ciao. Ich melde mich gleich, gell? Ja, ciao. Okay, ciao. Ihr Mann hat es jetzt richtig eilig, aber der Schweizer Polizist hat viel Zeit. Was heißt hier eigenartig? Was eigenartig ist, das Ganze ist eigenartig, aber das ist Schweiz, das ist halt so, das ist okay, ich respektiere das. Schauen Sie, Herr Bader, bei Ihnen in der Backstube sind Sie vielleicht der Chef, aber auf der Straße backe ich die Brötchen. Das freut mich, das ist okay. Beat, frag doch mal nach, wie schnell er gefahren ist, ist er gut. Der Bert an Fritz, wie schnell ist der letzte Wagen gefahren? Abzüglich Messtoleranz 57. Schau doch mal nach, was es kostet. Das macht 280 Schweizer Franken oder 300 Euro. 300 Euro oder 280 Franken. Okay. Meinst du einen Beleg? Ja, natürlich kriegen Sie einen Beleg. Meinen Sie, wir machen das schwarz hier oder was? Wir machen das gleich. Fragen Sie jetzt offiziell, haben Sie noch andere Delikte, die das Strafmaß erhöhen könnten? Das glaube ich nicht. Okay, gut. Schau mal im Schengen-Computer nach, genau. Oh, unseren deutschen Kollegen ist er auch nicht unbekannt, ne? Oha. Da gab es schon mal einen Führerscheinentzug. Warum sagen Sie mir nicht die Wahrheit? Jetzt haben wir ein kleines Problem, Herr Bader. Das ist schon alles abgeholt, das hat mit diesem Vorfall nichts zu tun. Ja, aber ich habe Sie ja gefragt, ob Sie die schwerfälligen Delikte haben. Das hat mit diesem Vorfall nichts zu tun. Ja, also für mich zumindest. Und dann sage ich Ihnen gleich, ich habe zweimal den Führerschein weg gehabt. Aha, ein doppelter Wiederholungstäter. Jetzt haben wir aber ein großes Problem, Herr Bader. Zweimal den Führerschein weg. Das ist allerhand, das ist wahnsinnig. Oh, das wird teuer. 3.800 und das Fahrzeug muss konfektiert werden. Das ist alles, was ich an Geld habe. Das ist alles, was ich habe. Ruf einmal den Abschleppwagen. Gut, wird gemacht. Ah, da ist er schon. Und da ist es weg, sein Auto. Nur weil er in der Schweiz ein bisschen zu schnell gefahren ist. Wie oft haben Sie das schon getan, ohne dabei erwischt geworden zu sein? Wahrscheinlich schon öfters. Wie viel mal? Ich weiß nicht. 4, 5? Gut. Oder 10, 15? 10, 15 Mal. 10, 15 Mal bis 15. Und welche Vorsätze haben Sie gefasst jetzt? Dass ich das in Zukunft besser machen werde. Das ist löblich. Ja. Das heißt besser? Dass ich in Zukunft besser auf die Straßenschilder achten werde. Was haben Sie jetzt daraus gelernt? Dass ich in der Schweiz doppelt aufpassen muss. Es gibt eine Möglichkeit, Herr Bader. Ja. Sie können einen Sozialdienst leisten. Okay. Wenn Sie wollen. Wir haben hier ein Werk, das auch von der Polizei, das wir unterstützen. Das sind schwer erziehbare Kinder. Ja, ziemlich viele. Mhm. Ich kann Ihnen das vielleicht mal zeigen. Wir haben zwei Kinder da, von diesen Kindern. Hä? Einmal und zweimal. Das ist nicht wahr. Ich habe das auch mal reingeschickt.
Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Und hier sind die beiden, Elisabeth und Josef Bader. Elisabeth, wie war es denn, als ihr Mann nach Hause gekommen ist? War er gut gelaunt? Die haben Spaß gehabt, die drei, die waren super gut gelaunt und die waren nur miteinander Eis essen oder Mittagessen, ich weiß es gar nicht mehr. Heute Abend ist Public Viewing, habe ich gehört bei Ihnen. Wollen Sie mal winken in die Kamera? Und natürlich, die Mitarbeiter schauen sich das natürlich gemeinsam an und haben wahrscheinlich ihre Freude. Ja, das ist doch schön. Wir hatten auch viel Freude, ganz ehrlich. Es gibt auch natürlich ein Dankeschön, Blumen an die Gattin, die ja mitgemacht hat. Und natürlich, vielleicht können Sie das in die Backstube hängen, so als kleine Abschreckung, dass Sie nicht so viel Blödsinn machen. Und wenn Sie zu Hause jemanden haben, der es richtig verdient hat und den ich mal für Sie reinlegen soll, kein Problem. Sie müssen einfach nur schreiben und dann stehe ich vielleicht bei Ihnen zu Hause. Der größte Zirkus der Welt, der Cirque du Soleil, hat uns heute Abend 16 seiner besten Artisten geschickt. Die sind gekommen aus Las Vegas, aus Moskau und aus New York, um hier eine Nummer zu präsentieren, die es bis jetzt nur ein einziges Mal zu sehen gab. Und das war bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles. Wir freuen uns ganz besonders eine wirklich atemberaubende Nummer. Hier ist bei Verstehen Sie Spaß der Cirque du Soleil.
Cirque du Soleil. Thank you very much. Incredible. Unglaublich. Ab Herbst ist der Cirque du Soleil in Deutschland auf Tournee mit zwei Shows, Corteo und Michael Jackson Morty. Schauen Sie es bitte an. Der erste Tourneetermin ist am 15. Oktober in Düsseldorf. Thank you very much. Ein absoluter Wahnsinn. Fliegende Artisten, das hat man schon öfter gesehen. Jetzt wird auch unser Auto zeigen, zu was es imstande ist. Nämlich Lkw-Fahrer an den Wahnsinnsrand bringen. Messe Freiburg. Ein Autotransporter und eine klare Aufgabe für zwei Lkw-Fahrer. Da steht unser Lkw. Der muss dringend hier rausgefahren werden. Wenn Sie einmal kurz überprüfen würden, wie viele Fahrzeuge drauf sind und die einmal kurz zählen für mich, dass ich auch weiß, dass alles seine Richtigkeit hat. Na mal 2, 4, 6, 7 Stück. Genau. Jetzt mache ich noch ein Foto einmal, dass ich da auch sicher bin, dass das alles stimmt. Wenn Sie einmal mit drauf sind, gehen Sie mal einmal ein Stück zurück, bitte. Dass ich auch drauf habe, dass alle 7 Fahrzeuge drauf sind. Wunderbar, das hätten wir. Noch mal kurz zum Verständnis. 7 Fahrzeuge sind drauf. 4 oben, 3 unten. Hinten ist noch ein Platz frei. Da fehlt ein Wagen. Den haben wir in der letzten Halle. Den müssen Sie noch aufladen. Also bitte einmal hier rauf, nach links und wieder links. Dann empfängt Sie dann mein Kollege. Dann bitte den Wagen schnell aufladen und dann können Sie losfahren. Alles verstanden? Also bitte einsteigen und rüberfahren. Danke. Beide Lkw-Fahrer bekommen exakt die gleichen Anweisungen. Ich komm dann gleich rüber. Beeilen Sie sich. Aber egal wie willig die zwei sind, sie haben keine Chance, es der strengen Chefin recht zu machen. Denn eins der 7 Autos auf dem Transporter gehorcht nur diesem Mann und seiner Fernbedienung. Mit einer großen Lücke auf dem oberen Ladedeck verlässt unser Transporter die Halle 1. Der Fahrer ahnt noch nichts davon, aber das wird sich gleich ändern. Warum haben Sie jetzt den silbernen Wagen abgeladen? Da sind ja gar keine 7 drauf. Sie sagen zu mir 7 Stück. Was haben Sie denn gemacht? Warum laden Sie denn einen ab? Wo habe ich ihn abgeladen? Da fehlt doch einer. Ich bin raus. Drüben steht ein silberner Wagen. Wir haben doch gerade extra gemeinsam noch gezählt, wie viele Wagen Sie drauf haben. Ja, da waren 6. Sie haben mir noch gesagt, ich soll das zählen hier. Ja, 7. Sehen Sie. Und wo ist er? Ja, wo ist er? Ich habe ihn wieder aufgeladen. Sie haben ihn abgeladen. Was? Ja, werden Sie wohl abgeladen haben oder nicht? So offensichtlich. Kein Auto abgeladen? Ich komme gerade in die Halle rüber, wo Sie gerade losgefahren sind. Ja. Und da steht ein Wagen. Ich habe gesagt, Sie sollen hier einen aufladen. Schauen Sie doch. Ja, ich habe nichts abgeladen. Ich bin gleich hergefahren. Schauen Sie, da fehlt ein Auto. Da war gerade noch. Ich kann es ja, nicht nachvollziehen. Ich sag's ja auch gerade. Ich habe nichts abgeladen. Ich habe nicht abgeladen. Aber er steht doch drüben in der anderen Halle. Ich lade jetzt den. Sagen Sie mal. Und da verschwinde ich. Da bin ich gerade mit der Außerirdischen. So kommt es mir auch langsam vor. Was? Ja, was? Wir haben doch vorhin extra noch ein Foto gemacht. Soll ich es Ihnen zeigen? Glauben Sie es mir nicht? Ja, zeige ich Ihnen mal das Foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind Sie sogar noch mit drauf. Lassen Sie uns gemeinsam rübergehen. Ich zeig's Ihnen. Da ist er doch. Da war nicht da gestanden. Sicher? Ja. Da stand der LKW, den haben Sie doch gesehen. Ich soll euch das Foto noch mal zeigen? Wie erklären Sie sich, dass er dann jetzt hier steht? Das ist mir wurscht. Sie sehen ihn doch hier stehen. Ja, aber ich hab nichts abgeladen. Ich schwör's Ihnen. Hey, entweder bin ich jetzt total geistesgestört oder ich weiß auch nicht. Ich bin losgefahren, hab kein Auto abgeladen. Wo der LKW steht, steht jetzt noch 1er BMW. Sie träumen. Ich hab das Auto nicht abgeladen. Da können Sie machen, was Sie wollen. Kommen Sie, wir gehen zurück und holen den LKW. Und? Habt ihr das gefunden? Ich habe ihm jetzt mehrmals das Foto gezeigt. Ja. Das Foto interessiert mich nicht. Ich
hab nichts abgeladen. Du musst vorstellen, weil da einer hat ein Silberauto drauf und dann bin ich rausgefahren in die nächste Halle rein und dann habe ich noch 6 Autos drauf. Nein, du bist bei Außerirdischen bist du. Gehen Sie bitte mit. Rufen Sie, sind Sie ruhig. Ich fliege Sie noch raus. Okay, also, in Ordnung. Ich fahre schon hin und ich fahre das nein. Achten Sie auf dieses Auto hier. Davon haben wir in der anderen Halle auch einen Doppelgänger. Und den fliegen wir unseren Truckern jetzt auf den freien Platz. Ja. Zurück, noch zurück. Weiter, 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 weiter. Und stopp! Stopp! Danke! So, sind wir drin. So. Weißt du, was komisch ist? Wir haben schon wieder einen mehr drauf. Wie? Ja. Wie kommt das? Haben wir wieder aufgeladen oder was? Ich habe noch gar nichts gemacht. Oh nein! Warum haben Sie denn jetzt das braune Auto aufgeladen? Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Ich auch nochmal. Wieso? Wir haben darüber gesprochen, dass Sie bitte hier wieder herfahren. Und ich habe nichts von Wagen aufladen gesprochen. Was machen Sie? Jetzt müssen wir wieder drüber fahren, drüben wieder abladen, weil der in die andere Halle muss. Aber den müssen wir auch mitnehmen, von dem her passt ja. Nein, eben nicht, den silbernen. Ach, gut. Zwei verschiedene Autos, zwei verschiedene Farben. Falscher Wagen. Dann holen wir den anderen, ist kein Problem. Bitte beeilen. Ja, ist ja gut. Ja. Und natürlich ist der Platz dort oben wieder leer, wenn er drüben in der anderen Halle ankommt. Warum halten Sie sich denn nicht an meine Ansagen? Sie sollten den Braun nicht drüben lassen, drauf lassen. Nee, ich verstehe Sie schon eindeutig. Das ist nicht das Problem. Wo ist dann das Problem? Dass die Autos vor mir weglaufen, glaube ich. Das gibt's gar nicht. Gerade eben stand der drüben, jetzt steht er hier. Wie lange machen Sie den Job schon? Schon länger. 4 Jahre. Das klappt? Ja, ja, das ist jetzt ohne Probleme. Sehe ich. Bei uns klappt's nicht. Kommt mir auch gerade so vor, ja. Vor allem gibt's den, gerade eben stand da noch drauf. Ich hab's doch gesehen. Ich verstehe nicht, wie Sie das machen. Aus der Mitte vor allem. Fliegen Sie die runter, oder? Mir kommt's bald so vor, ja. Darf ich Ihnen mal zeigen, wie das geht bei uns? Wie geht's bei euch? Rauf mit dem Wagen. Jetzt werden wir einiges klar, ja. So ja. Machen wir das. Ich habe jetzt, hab jetzt echt gerade gedacht, ich bin zu blöd. Bei Verstehen sich Spaß. Ja, super. Herzlich willkommen bei Verstehen sich Spaß. Ja, das war es leider auch schon wieder hier heute Abend bei Verstehen Sie Spaß aus der Arena in Trier. Und ich darf Danke sagen bei einem großartigen Publikum und natürlich bei meinen Gästen Udo Jürgens, Ulrike Kriener, Atze Schröder, Gerz Otto, bei allen Artisten. Thank you very much. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir. Und wir sehen uns alle wieder am 24. November live aus Offenburg. Und denken Sie dran, wir lauern überall. Ich habe Sie im Auge. Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal.